Gut, schaue ich meinen Charakter an. Den habe ich gerade erstellt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mehr Anpassungsoptionen gegeben hätte. Aber, das ist es soweit. Oh, shit, wir haben noch einen kleinen Fünfer. Moment. Von, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder der Name. Von Akai Al-Sanagi. Hey, Mogi, vielen, vielen Dank. Oh, der Name ist schrecklich. Auf jeden Fall, der Charakter. Ich weiß nicht, ob es eventuell noch mehr Anpassungsmöglichkeit gegeben hätte, aber das ist es, womit wir dastehen. Oh Mann, ich sollte richtig Begrüßung an den Tag legen. Hi, liebe Leute, und willkommen zu dem zweiten Selbstmordsonntag des Jahres. Ich weiß, das, die Zahl ist sehr relevant. Heute werden wir ein Spiel spielen, von welchem ihr vielleicht im Laufe dieses Jahres oder Ende vom letzten Jahr, wovon ihr vielleicht gehört habt. Ich habe mir sagen lassen, die Abkürzung für dieses Spiel ist PUBG. Und PUBG ist ein wundervolles Spiel. Es hat eine wundervolle... Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe nie wirklich ein Video dazu gesehen. Ich habe im Großen und Ganzen... Ich weiß, dass es entsetzlich populär ist, dass es unglaublich viele Rekorde und dergleichen aufgestellt hat. Und dass es vor allem in letzter Zeit, seit es letztendlich released wurde, relativ umstritten wurde. Weil einige Leute nicht zu 100% damit übermäßig zufrieden sind, was raus wurde aus dem Spiel. Was man vermutlich auf die Popularität schieben kann. Auf jeden Fall, ey, habt ihr wirklich Videos dazu gesehen? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es mir vor einer Stunde sowas gekauft und runtergeladen. Morgen hier gibt es keine Fast Roll. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe auch davor nie wirklich ein Battle Royale-Spiel gespielt oder dergleichen. Das heißt, es kann schrecklich schief gehen. Außerdem, ich weiß nicht, ob es für meinen Charakter vielleicht mehr Anpassungsoptionen gegeben hat. Ich habe leider keine gesehen. Außerdem, dem Bruder so hat Subscribe. Vielen, vielen Dank. Gut, wir machen einfach mal. Ich weiß nicht, was Perspektive bedeutet. Team Solo Duo Squad, wir machen mal Solo, denke ich. Public Match? Ja, mach mal Public. Wir starten einfach mal. Und wir sehen, was passiert. Ich bin mir unsicher. Scheiße, dass sich der Fallschirm automatisch öffnet. Und Maeve erzählt mir die ganze Zeit schon wieder was von wegen, dass ich sterben werde, wenn das Spiel direkt losgeht. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Und tut mir übrigens leid, dass Nightbot ein paar mehr Dinge Timeout hat gerade, als er sollte. Ich muss mich darum noch kümmern. Verzeiht, verzeiht. Das sollte ich wirklich machen. Okay, stürzt das Spiel gerade ab? Oder sind wir einfach nur in einem Ladebildschirm? Hallo? Ist das Spiel abgestürzt? Da passiert nämlich nichts mehr und... Nee, es ist da. Okay, ich lebe. Hey, Jungs. Das Match startet und hey. Ich sehe, das ist eine schnelle Dame. Und die auch. Okay, was machen wir denn jetzt am besten? Da oben liegt jemand herum. Hallo, mein Freund. Siehst gut aus? Mach weiter so. Oh, shit. Die wollen wohl etwas, das sind Geschwister. Die wollen wohl etwas Zeit gemeinsam verbringen. Kann ich ihnen nicht verübeln soweit. Wir haben ein paar Gewichte. Okay, ich kann boxen. Okay. Boxen scheint mir relativ hilfreich zu sein. Und wir haben gar nichts von Michi. Moment, lass mich da noch kurz nachschauen. Ah, fuck, ich muss kurz raustappen. Ah, das fasst sich ganz auf einen Monitor. Hey, Mogi, hier hat was Schichtgeld. Hol dir was der Kantine zum Mittag. Vielen, vielen Dank. Werde ich machen. Oh, der Geist am Switch von Chrome Live. Vielen, vielen Dank auch dafür. Okay. Sehen wir, was passiert. Warum laggen die... Oh, fuck. Ah ja, man startet ja mit dem Flugzeug. Okay. Folgendermaßen. Ich habe folgendermaßen verstanden, wie das Spiel im Großen und Ganzen funktioniert. Wir haben einen... Oh, mit B auswerfen. B. Nee, was? Muss ich was... Oh Gott, ich habe was gedrückt. Oh Gott, es gibt einen gewissen Bereich, in dem man... Oh nein. X Fallschirm auslösen. Was ist denn X? Ist das Controllersteuerung hier? Nicht der Depp. Dafür sind wir nicht da. Es gibt einen gewissen Bereich, in dem man sich... Maeve hat gesagt, okay, mit Shift öffne ich den Fallschirm scheinbar. Es gibt ein... Fuck, ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Du hast deinen Controller angeschlossen, okay. Controller abgeschlossen. Hoffentlich steht jetzt da die richtige Steuerung da. Oder das Spiel stürzt ab. Und... Die Leckerschmecker sind gelandet. Okay. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir jetzt die anderen umbringen müssen. Und da muss ich mich beeilen, weil der Bereich, in dem wir uns herumtreiben können, immer etwas kleiner wird. Mal die Scheibe kaputt, okay.
Sehr schön. Und wir können irgendwie Shit mitnehmen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Hast eine Hose. Ja. Nee, mit X? Was ist X? Oh. Warum steht da die Controller-Steuerung? Kann ich bitte mal nicht Maus umkehren? Ich habe gar keinen Controller. Was willst du denn mit dem Controller? Ich will die Steuerung wissen. F. F. Okay, danke schön. Danke, danke. Oh, da ist Magazin. Da ist Magazin. Oh Gott. Und tut mir leid, das ganze Subs Donation-Zeugs und sowas. Ich kann es gerade auf meinem Monitor nicht richtig sehen, weil ich das Spiel etwas größer machen musste. 27p, deswegen kann ich erst nach der Runde dann drauf schauen. Okay. Liegt da sonst noch was? Weiter zum Karte markierten Spielbereich in 5 Minuten. Wo ist der markierte Bereich? Jungs! Ich sollte mich. Wie ducke ich mich denn? Ich kann mich zur Seite lehnen, okay. Das wird. Tab ist Inventar. Okay. Oh Gott, das wird. Da! Nein! Okay. Ich bin wie eine. Es ist wie mit einer Katze zu Ende gegangen. Ich wollte die Straße überqueren. Und das sollte nicht so sein. Okay, das war die gute Runde. Okay, über den Reese's wird von immer sein. Vielen, vielen Dank. Außerdem, geile Euro. Von Iggy Parser, Linksklick zum Schießen. Ich hatte keine Waffe, ich konnte nicht schießen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Versuchen wir das Ganze nochmal. Außerdem, Claptrap 19, vielen, vielen Dank für die Subscription. Ich war aber nicht der Erste, der gestorben ist, okay? Ich war auf Platz 84 von 95. Außerdem, Luxor 444, vielen, vielen Dank auch an dich für die Subscription. Okay, das ist soweit ziemlich gut ausgegangen, würde ich einfach mal sagen. Das war unerwartet gut, Dankeschön. Hab mir Mühe gegeben. Mit C duckst du dich. Hallo? Ich mag deinen Stil, mein Freund. Aber er mag mich scheinbar nicht. Deinen Stil mag ich auch. Euch mag ich nicht. Ich hoffe, er will sich nicht bei mir rächen. Ah, okay. Die Frage ist, wie spielt man dieses Spiel? Und ich sehe gerade, ich bin nicht der Einzige mit einem Afro. Hier laufen ziemlich viele Leute mit einem Afro rum. Hast du ein Problem mit mir? Okay. Weißt du was? Treib's nicht zu weit. Wir können das den ganzen Tag weitermachen. Glaubst du, kannst den Schmuggel eben nah im Faustkampf besiegen? Liegst du aber falsch. Ja. Halt dich zurück beim nächsten Mal, okay? Halt dich zurück. Ich kann dir noch eine Abreibung geben, wenn du es so möchtest. Okay, erste Challenge, länger überleben als Lobby und Flugzeit. Ich weiß nicht, was das ist. So, wie springe ich denn jetzt aus dem Flugzeug? Steht jetzt wenigstens mal die richtige Steuerung dran? Oder müsste ich das Spiel dafür einmal beenden? Wie springe ich ab? Mit F. Okay, dieses Mal. Wo wollen wir denn landen? Wie groß ist denn die Karte hier überhaupt? Ich lande einfach hier irgendwo. Wir können schneller fliegen. Okay, pass auf. Wir versuchen jetzt mal was. Mit F löse ich den Fallschirm aus, okay? Okay, pass auf. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, eine radikale Landung an den Tag zu legen, okay? Wir werden einfach sehen, was. Oh, er macht den Fallschirm wirklich automatisch auf. Schade. Ich wollte nur mal sehen, ob ich da. Ein Stadion. Ich will im Stadion landen. Ich wollte sehen, ob ich einfach auf dem Boden zerklatschen kann. Oh, da drüben ist jemand. Hau ich sowas von auf die Schnauze. Hau ich sowas von auf die Schnauze. Hey, du da drüben! Hab ich doch gesehen. Hab ich doch gesehen. Ich weiß, dass du da bist. Wo ist er? Da ist er. Oh, ich hab ihn. Nee, warte, war er hier? Ist er in der Schule? Ist er ein Schulbankdrücker? Außerdem, King Dennis von Palace. Vielen Dank für die Subscription. Shit. Da. Nein! Oh Gott! Der hatte eine Waffe. Warum hatte der eine Waffe und ich nicht? Ich wollte ihn totboxen, aber der hatte eine Waffe. Warum hat er eine Waffe gehabt? Außerdem, geiler 5 von Kabui 69. Das wird doch nichts. Kauft ihr ein paar Hähnchen-Dinner. Vielen Dank. Außerdem,
Oh Gott, das Kunk. Vielen Dank auch endlich für die Subscription. Gott, das läuft fürchterlich. Das war Platz 85 von 85. Ah, ich mag den oberen 100%. Ich bin der Erste, der... mir gefällt der Grafikstil. Oh. Ah, okay. Okay, das läuft alles absolut nicht. Diesmal versuche ich eine andere Taktik an den Tag zu legen. Und zwar versuche ich einfach, sehr passiv zu spielen. Passiv bis defensiv. Das bedeutet, ich werde mich einfach fernhalten. Ich werde mich einfach fernhalten und, ich werde einfach versuchen zu überleben. Ich werde das jetzt einfach üben. Die da hinten schießen auf sich gegenseitig und spielen. Wir dagegen. Das funktioniert so nicht. Ich habe das Gefühl, meine Taktik ist nicht zu 100% aufgegangen. Kann das sein? Lass mich in Ruhe. Ich versuche mich zu verstecken vor den bösen Jungs. Hilfe! Oh, da ist schon wieder einer. Nein, ich gehe da jetzt hoch. Ist das eigentlich einer von euch, der Typ da? Der hat mich doch vorhin auch schon geboxt, oder? Ich habe das Gefühl, dass das ein Stream-Zuschauer ist. Vor allem nicht, wie ich darauf komme. Es scheint mir nur ein Zufall zu sein, dass er mir die ganze Zeit hinterher... Wobei, ja, wie kann er dann im gleichen Spiel nochmal sein? Ist er aber auch so früh gestorben? Ich bin verwirrt. Ich muss sagen, das Spiel muss mal 30 FPS, Lagbacks und Texturen, die so schwammig sind, spielen. Ich habe einfach mal die, was auch immer das für Grafikerstellungen waren, gespielt. Alter, die Stream-Sniper. Das sind die schlimmsten. Also, geile 20 Bits. Mogi und Papichi. Absolut fantastisch. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was daraus wird. Das ist eine große. Ist das die ganze Spielwelt hier? Ist das die ganze Gegend, auf der ich mich herumtreibe? So, wir versuchen einfach mal... Warum ist der so viel schneller als ich? Warum landen die alle so viel schneller als ich? Du bist der Looter King. Du weißt, was gute Spiele sind, die ich versuch's. Okay. Mach mal Voice Chat an, das ist lustig. Voice Chat hätte ich fast tatsächlich angehabt, bevor ich den Stream gestartet habe. Und dann hat Maeve zum Glück irgendwas geschrieben von wegen, ja, es gibt Voice Chat. Und dann dachte ich mir, oh shit. Sollte ich schnell ausmachen. Das ist sonst ziemlich, das ist ein easy Twitch-Ban, wenn ich jemals einen gesehen habe. Außerdem, liebe Resubscription von Metal Josh. Willst du Rusty Lake Paradise spielen? Wäre voll super und so. Wir werden sehen. Ja, ich hab keine Ahnung. Oh shit, das ist ein Auto! Okay. Steig ein. Oh! Yes! Ich spüre es, Mr. Krabs. Ich spüre es. Sind wir irgendwo noch irgendwelche Boys unterwegs, die ich mitnehmen kann? Oh yeah. Wenn das nicht die Runde ist, in der wir gewinnen, dann weiß ich halt auch nicht mehr weiter. Das ist zwar jetzt gerade gegen meine Taktik, defensiv zu sein. Winner Pace, dankeschön. Ich versuche es, ich gebe mein Bestes. Wir drehen einfach mal ein paar Runden. Ich denke, es sollte nicht verkehrt, dass die Sache sein. Oh, seht ihr, da sterben schon die Ersten. Wie die Fliegen, wie die kleinen Fliegen, die sie sind. Ich dagegen, die einzigen Fliegen, die mir zu nahe kommen, sind die Fliegen vom Fahrtwind, die sich zwischen meinen Zähnen wiederfinden. Oh, shit. Verlasse ich gerade die Karte? Nein. Ich bin der König der Welt, könnte man quasi sagen. Leichtes Ziel. Ich bin kein leichtes Ziel. Ich bin super. Irgendjemand mit YOLO-Namen hat gerade jemanden getötet. Das muss deprimierend sein, von jemand, der YOLO-Namen hat, besiegt zu werden. YOLO im Jahr 2018. Nicht mal ironisch kann ich darüber lachen. Oh Gott, nein. Oh, yes! Oh! Winner Pace! Oh mein Gott, ich bin unaufhaltsam! Yes! Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre, wie wir gewinnen. Seht ihr, 73 Leute leben noch. Hey, Jungs, soll ich jemanden von euch mitnehmen? Steigt ein. Jungs. Ist okay, ich fahr weiter. Mach dich keine Umstände wegen mir. Ah!
Fahr weiter. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Wir sollten nicht immer durch Kriegsgebiete fahren. Da schießen die Leute immer auf uns. Der Löwe hat zwei Autos. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich mache in dem Spiel. Und wir haben eine geile Resubscription von Jerko97. Vielen Dank. Ich kann das Chicken Dinner schon riechen. Alter, ich kann es schon schmecken. Ich brate es auf meiner Motorhaube. Mm. So, wir werden auf jeden Fall in die Top 10 kommen dieses Mal. Aber wisst ihr, was noch verlockender als die Top 10 ist? Ein sicker Stunt. Yes. Das Spiel ist kein Freund von sicken Stunts. Kann ich die Devcam bitte sehen? Zeig mir die Devcam. Zuschauen Schmogli. Achso, ich kann nur. Kann ich das nicht von einer anderen Perspektive aus sehen? Oh, schade. Okay, passt auf. Falls ihr verpasst habt, was passiert ist. Was für eine unerwartete Wendung. Ich wusste nicht, dass man dadurch einfach stirbt. Ich bin da drauf zugefahren und dann. Da lag meine Leiche da unten. Heiß. Okay, sehr schön. Ja, gehen wir zurück zur Lobby. Das hat nicht so gut funktioniert. Das hat absolut nicht so gut funktioniert. Was ist Duo? Mit einem random Teammate? Squad. Mit drei random Teammates? Wir versuchen nochmal solo. Diesmal versuchen wir defensiv zu bleiben, okay? Diesmal werden wir wirklich defensiv bleiben. Normal stirbt man davon nicht. Hab mich auch ein bisschen gewundert. Eigentlich sollte man meinen, dass das Auto ja davon kaputt geht, aber hey, lag wohl ganz offensichtlich falsch. Ich glaube, du sollst dir einfach eine Waffe suchen. Das ist ein guter Einwand. Warum starte ich jedes Mal und ein Glatzkopf prügelt auf mich ein? So, entschuldigt mich, ich muss mal kurz, wir hatten, jetzt Euro von Claptrap 19. Ist das Anor Londo? Es ist wahrlich die Stadt der Götter und der Sonne. Ist es das, wie es sich anfühlt, Streamer zu sein in so einem, Online-Spiel? Ist es das, worauf es hinausläuft? Wird man von Glatzköpfen verprügelt. Wie im echten Leben, ja. Ich gehe jetzt. Lass mich in Ruhe. Oh, bevor ich gehe, werden noch geile 3 Euro von Shark Hunter 2. Morgi, du hast noch Dark Souls 3 im Dashboard stehen und viel Spaß noch auf deinem schönen Schmuggelabend. Vielen Dank, aber sollte ich eigentlich nicht stehen haben? Ich habe das eigentlich so weit aktualisiert. Ach, shit, doch, Moment, stimmt. Stimmt, beim Spiel steht's noch. Tatsächlich, ich habe noch den Titel aktualisiert. Stimmt, vielen Dank. Gott, okay. Haben sie eventuell übersehen. Ich möchte keine Prügel mehr bekommen. So. Auswerfen. Ich will auf den Feldern landen. Lieb deinen Traum, wenn er mit war. Okay, dieses Mal versuchen wir eine Waffe zu finden, okay? Diesmal versuchen wir eine Waffe zu finden. Das wäre eine wundervolle Sache. Kannst du wieder coole Musik anmachen? Nein, das mit der Musik ist nicht vorteilhaft. Das macht nämlich sämtliche Aufzeichnungen, Stream auf Twitch oder YouTube-Aufzeichnungen da ziemlich kaputt davon. Deswegen, lieber nicht. Okay, wir haben bunte Container. Okay, ich spür's langsam. Oh nein, da sind noch mehrere hier gelandet. Nein, warum sind die schneller als ich? Okay. Hey, du da unten. Oh, das ist mein Schatten. Oh Gott. Okay. Wir kommen. Ist das eine Waffe? Erweitertes Magazinpistole, okay. Das war eventuell mein Schatten und nicht in dem Ausmaß, wie ich das gedacht hätte. Okay, wir haben einen Pulli an. Soweit schon mal ziemlich gut. Wo sind eigentlich die Lootboxen in dem Spiel? Ich bin hauptsächlich wegen den Lootboxen hier, ehrlich gesagt. Polizeiweste, Stufe 1. Oh. Brechstange.
Hey Gordon. Wie geht's dir, Freeman? Bist du ein freier Mann, Freeman? Ich weiß nicht. Oh, wer hat das Fenster kaputt gemacht? Wer war das? Es war Morgi, der Töter. Bam, 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 bam. Irgendwo treibt sich hier jemand herum. Müssen langsam unterwegs sein. Ganz langsam, aber sicher. Ich sollte nicht so langsam unterwegs sein. Die killt mich wieder um. Rise and shine, Mr. Freeman. Komm schon, irgendwo muss der... Oh, da vorne in der Lagerhalle ist bestimmt irgendwas. Kann ich mich nicht hinlegen? Ich kriech einfach. Es bietet mir wahrscheinlich null Tarnung, aber... wir versuchen einfach das Beste auszumachen. Schöne Brechsteine gehört. Hey, 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 das ist wirklich... Oh, fuck, 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 fuck. Abbruch, Abbruch, Abbruch! F, F! Eins. Lad nach! Lad die Scheiße nach! Um die Ecke schauen. Warum ist da Licht? Oh, das ist einfach nur das beschissene Spiel, das wie scheiße aussieht. Tut mir leid, ich bin... Online-Spiele machen mich sehr wütend. Okay, ich hab große Angst. Oh, ich habe so große Angst. Oh nein, ist das eine Portal Gun? Nein, das ist einfach nur Kot am Boden. Oh, eine Schrotflinte. Fuck! Ich weiß nicht! Ich war Platz 60. Und du T-Pack mich jetzt nicht! Shit. Das ist wieder nicht so gut ausgegangen. Okay, komm schon, lass mich doch wenigstens jemanden killen! Aber ein guter Platz 60. Außerdem, ich möchte anmerken, das war sehr heldenhaftes Verhalten von mir, als er mich gesehen hat und ich einfach nur geschrien habe, ich war es nicht. Du warst es doch. Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht, ich war es nicht. Okay. Das war der Vorführeffekt, der wollte zeigen, wie man es nicht macht. Exakt, exakt. Außerdem wusste ich nicht, dass ich mit der Armbrust nur einen so einen fucking Pfeil abschießen kann. Konntest du das verkacken, Bock? Ich weiß es nicht, ich war unglaublich nervös. Ich wusste, dass da noch jemand ist und ich kann das doch nicht. Ich war wirklich sehr nervös. Verzeiht. Ich arbeite doch dran. Ich kann das doch nicht. Du bist der Sieger der Herzen. Das stimmt nicht. Typ mit der Glatze, die mich verprügelt haben, sind die Sieger der Herzen. Er landet wie ein Affe. Wie Hulk, meine ich. Und wo ist der Unterschied? Affen sind grün und der Hulk hat Haare. Was macht ihr so, Jungs? Wie kann man sich eigentlich hinlegen? Was ist der Shortcut zum Hinlegen, Leute? Ich frage für einen Freund. Da, das, was er macht. Da, das will ich auch. Das will ich auch können. Z? Oh, ja. Okay. Oh, jetzt spüre ich es langsam. Kann ich zuschlagen? Nein, ich kann nicht zuschlagen, wenn ich liege. Jetzt spüre ich langsam, wie das Ganze funktioniert. Wie soll man denn bitte eine Armbrust mit mehreren Bolzen laden? Ich weiß es doch nicht. Ich hatte nicht so viele Armbrüste in meinem Leben in der Hand. Wenn du lang genug eine Wand schlägst, kannst du ein Loch reinmachen. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Und auswerfen. Es ist Z für Crouching und nicht C wie Crouching. Üblicherweise wäre es eigentlich Y, aber scheinbar hat sich keiner die Mühe gemacht, fürs deutsche Layout irgendwie das wirklich umzuändern, wie üblich. Denn das ist ja nicht nervig, wenn so eine wichtige Taste irgendwie so komplett abseits ist. Aber okay, da hat man wahrscheinlich die Ehre, das persönlich umändern zu dürfen. Ich bezweifle, dass du hier eine Brust in der Hand gehabt hast. Hey, 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 hey.
zu deiner Information. Hin und wieder habe ich mit, habe ich was gekocht, okay? Also denk nochmal nach, was du gerade gesagt hast. Okay. Traktor. Nein, nein, wir wollen spielen. Wir fahren nicht mit dem Traktor. Oh nein, das ist wieder so eine Halle. Y. Nee, Z. Fuck, es ist ja Z. Ne, 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 ne. Oh nein. Oh nein. Das unüberwindbare Hindernis. Eine Treppe. Oh Gott. Und das mit. Die Scheiße mit. Schicke Mütze, mein Bruder. Wie passt dein Afro darunter? Weißt du was? Ich hinterfrag's nicht. Such einfach nur zu leben. Such einfach nur zu leben. Ja, er ist Hilfe-Kit. Motorradhelm, der ist noch besser. Okay. Ich bin so eine Art Gott. Kann ich eigentlich schießen, wenn ich liege? Ja, kann ich. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Oh nein, irgendjemand wird die Halle bestimmt demnächst aufsuchen. Ah, wir laufen. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Wir wollen nicht in der Halle entdeckt werden. Wir wollen da hoch. Wir wollen hoch zum Baum. Dann im Baum werden wir dann wie ein Held spielen. Drück mal M, mein Schatz. Oh, oh Gott, wo bin ich auf der... Oh Gott, ich bin ganz südlich. Das ist eine große Karte. Ah, wo sind die anderen Spieler? Das sind ganz schön schmutzige Fußsohlen. Wo treiben sie sich herum? Weiter looten. Ich trau mich nicht in der Halle. Ich weiß, dass die anderen da auftauchen werden. Ich habe große Angst. Du musst in den Kreis. Oh fuck, in den Kreis? Oh nein. Okay, dann bleibt keine Zeit für meine Taktik. Dann laufen wir besser los. Dann laufen wir besser los. Oh, das ist ein fucking weiter Weg. Mensch, ich kann mich so graziös bewegen wie alle. Er ist ein graziöser Kriecher. Das muss man ihm lassen an der Stelle. Das ist der Traktor. Fuck, mir egal. Sterbe ich eben. In einer Welt, in der ich nicht die Möglichkeit habe, mit diesem Traktor da vorne zu fahren. Es ist keine Welt, in der es sich lohnt zu leben. Komm schon. Der Traktor. Nein! Nein! Nein. Man kann nicht mit dem Traktor fahren. Aber was ist denn überhaupt noch der Sinn hinter dem ganzen Spiel? Was soll das Ganze dann überhaupt noch? Achtung, die Zone hat begonnen. Was ist das für eine rote Zone? Sind das Kommunisten? Da ist ein Auto. Das ist auch kaputt, oder? Das ist kaputt. Ich kann damit doch nicht fahren. Das ist kein Traktor für... Oh, fuck, 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 fuck. Nicht die Waffe wegstecken! Da hat jemand auf mich geschossen, oder? Oh nein. Da hat auch jemand auf mich geschossen. Ich höre einen. Ich höre was. Ich höre Schritte. Fick dich! Yes! Loote ihn! Schließ die Tür! Loote ihn! Tut mir leid, dass ich sehr laut war. Nimm alles! Nimm alles! Was ist das? Wie nehme ich das mit? Fuck, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache! Es ist mein Inventar! Egal, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Okay, 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 okay. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gehört. Ich habe zugeschlagen. Außerdem, ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh fuck, was ist mit dem roten Kreis überhaupt? Oh, ich weiß nicht, wie ich was aus dem Inventar mitnehme. Ich habe Tränen in den Augen, so stolz bin ich. Danke, Wave, das bedeutet mir sehr viel. Oh, außerdem, Kreatos, vielen Dank für die liebliche Resubscription. Subscription, vielen Dank. Oh Gott, okay, wo ist der Kreis, wo ist der Kreis, wo ist der Kreis? Das ist der Kreis. Morgen, deine Feinde sind alles Kapitalisten. Ich hasse Kapitalisten.
Wir haben gerade 200 Bits. Roten Kreis ist viel Bumm. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Ja, und die anderen Donations, ich kann sie gerade nicht sehen, wegen Spielbild ist zu groß. Deswegen, ich werde es gleich nach der Runde anschauen. Was sind das eigentlich für riesige Teile? Oh, ich habe große Angst. Irgendjemand wird mich doch gleich aus der Entfernung sehen und... Auf der Minimap ist die Strichlinie zum Ziel gezeigt. Stimmt. Okay, noch 30 Meter. Ich glaube, ich hab's. Nee, ist eine Zeit. Sind keine Meter, sind Sekunden. Shit. So wie weit. Wo muss ich denn sein innerhalb von der Zeit, wenn die jetzt abgelaufen ist? Ich komme nicht weit genug, oder? Ich glaube, ich komme nicht weit genug. Spielreich verkleinert sich, aber. Da oben ist es. Nein! Nein, da oben ist ein roter Bereich. Da oben ist ein roter Bereich. Komm schon. Komm schon. Lass mich in den roten Bereich. Glaube ich. Will ich in den roten Bereich? Ne, der rote Bereich ist, wovon ich weglaufe. Oh nein, lauf! Nein, in den Kreis. In welchen Kreis? In den roten? In den roten Kreis? Nicht in den roten Bereich, okay. Nicht in den roten Bereich. Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe keine Munition mehr, ich habe noch einen Schuss. Fuck! Was machen wir jetzt? Nein! Da! Ah! Shit! Shit! Oh Gott! Box ihn, ich hab's versucht! Habt ihr gesehen, wie ich in der Luft ausgeholt habe zu meinem Schlag? Habt ihr es gesehen? Ah, shit! Okay, wir hatten von Ayakalzanagi, 1 Euro. Kannst du meinen Namen jetzt aussprechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind immer noch sehr unsicher. Außerdem von Wadaka, geile 5 Euro. Haben wir jetzt ja, wie findest du das Spiel? Ich bin nicht weit genug gekommen, um darüber zu urteilen. Außerdem, geile Subscription von Fully. Und dafür vielen lieben Dank. Machen wir noch eine Runde. Das war soweit ziemlich solide. Das war relativ solide. Der Typ war genauso unfähig wie du. Hey, 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 hey. Außerdem, ich habe einen Typen gekillt. Hey, habt ihr es gehört? Ich war da und ich habe gesagt, oh shit, ich habe seine Schritte gehört. Und dann habe ich ihn erschossen. Und dann habe ich sehr laut ins Mikrofon geschrien, was mir immer noch sehr leid tut. So, wo bekomme ich im Spiel eigentlich meine sicken Lootboxen her? Ich glaube, es gibt nichts Besseres, was wir im Stream machen könnten, als enttäuscht. Wahrscheinlich muss ich dafür zahlen, oder? Es könnte nichts Besseres geben, als enttäuschende Lootboxen zu öffnen. Um was klarzustellen, du musst in den dünnen weißen Kreis. Okay, was ist dann aber der rote Kreis? Was ist dann aber der... Nur noch 500 Punkte sammeln, okay. Was ist dann aber der rote Kreis? Es war akzeptabel, tatsächlich. Es war akzeptabel laut tatsächlich. Oh, ich glaube, niemand boxt mich mehr vor der Runde in der Lobby an. Das ist schade. Der rote Kreis ist die No-No-Zone. Okay. Oh, mein Gott, eine Resubscription von Tobi. Fair23. Und ihr spielt Poppege. Wie ist das denn passiert? Das ist ja selbst am Sonntag. Ja, das ist möglich. Und vielen lieben Dank. Okay. Dieses Mal werde ich... Wo ist die Minimap? Wo sehe ich das denn? Da bin ich, okay. Dieses Mal werde ich einfach ein bisschen großzügiger die ganze Gegend reinfliegen. Und ich weiß, wo ich landen will. Ich weiß genau, wo ich landen will. Ich werde es zwar wahrscheinlich nicht schaffen, da zu landen, aber wir werden sehen. Gehen wir bei Milch den roten Kreis. Das ist ein fantastisches Erlebnis. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Rot macht Bum Bum und Bum Bum macht Tot Tot. Oh, das klingt unangenehm. Ich werde nur ungern Tot Tot. Ich habe gehört, Player's Battleground spricht man Papke aus. Papke? Papke oder Papke? Das gefällt mir auch. Papke. Ja, ich sehe es. Ich spüre es langsam. Komm schon, wir landen. Und niemand anderes ist... Shit. Erinnert ihr euch noch an den Moment, als ich gesagt habe, und niemand anderes ist in Sicht? Oh Gott, und ich bin der letzte Arsch, der landet. Okay, wir haben mit 2 andere Spieler. Das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut. Oh, will ich die Konfrontation? Oh, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe. Oh ja, Munition. Okay. Okay. Keine Angst, das sind nur Schatten. Nein, das waren keine Schatten. Das waren bunte Schatten. Die sind noch schlimmer als ein Regenbogen. Ich sehe dich, Anime Boy. Und den da hinten sehe ich auch. Hat er auf mich geschossen? Ja, jemand schießt doch auf mich, oder? Ah! Oh Gott! Rein! 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 Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich hab Angst. Der hat mich sowas von gesehen. Ich verlass meinen Raum hier nicht mehr. Ich höre seine Schritte. Ich will hier nicht raus. Drücke dein Gebäude und so vor. Man kann in First-Person-Modus gehen. Huh. Ach Gott. Ist der Typ jetzt noch draußen oder nicht? Okay, folgender Plan. Okay, ich weiß nicht weiter. Folge jetzt auch der Linie, glaube ich. Oh mein Gott. Lad nach. Ich den erwische. Ich irgendjemanden erwische. Okay. Ich glaube, ich erwische niemanden. Ist der Typ noch hier oder nicht? Ah, er ist bestimmt schon weitergezogen. So wie es jeder machen sollte. Okay. Ja, wir gehen weiter. Kann ich mit... Wie wechsle ich denn meine Waffe? Mit drei, okay. Ich habe eine Granate sogar. Oh Gott. Ripmo, er verbracht die letzten Tage in einem kleinen Raum. Ich habe noch Zeit. Ist doch alles möglich. Seht ihr, der Kreis ist ein bisschen weit entfernt, aber nicht so weit. Nicht so weit. Wir schaffen das. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Man läuft ziemlich viel im Spiel, kann das sein? Bitte, nimm bitte die Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob die auf... Hilft die mir bei einer weiteren auf Distanz? Hilft mir die Schrotflinte mehr als meine Pistole? Ich bin mir da unsicher. Ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Nice, von der 4K. Ah. Es gibt nichts, was viel mehr 4K ist als das hier gerade. Was mache ich hier überhaupt? Warum laufe ich durch eine Wüste? Ah. Mal gemerkt hier. SKS K98K M1... 6A4 und M416 immer mitnehmen, wenn du Schlinge. Ja, das geht gut von der Zunge. Das kann ich mir merken. Jetzt im Nahkampf nutzt überhaupt jemand. Ich habe mal irgendeinen Clip gesehen, den hat Twitch geteilt, wo jemand mit einer Pfanne verprügelt. Dachte ich mir, das ist, irgendwas. Okay. So, wie machen wir es? Warum patschen meine Füße so über den Boden? Ich fühle mich, als wäre ich in einem Hallenbad. Gefällt mir nicht. Wo sind jetzt andere Spieler? Ist hier irgendwo jemand? Oh, da ist was. Rucksack. Wir haben einen Rucksack Stufe 1, gute Neuigkeiten. Ein Helm. Yes. Oh mein Gott. Nein! Das lass den Mogli mal rübergehen. Lad nach.
Mann, der Typ ist noch schlechter als ich. Verdammte Scheiße. ich weiß leider nicht, wie ich Sachen mitnehme. Oh, mit Rechtsklick. Kann ich dann aber... Ja, nimm mit, was auch immer. Nimm alles mit. So mache ich Tab und dann, wie verwende ich das Zeug? Schmerzmittel. Verband. Verband. Okay, Verband dauert ein bisschen. Kann ich noch einen Verband anlegen? Heilt der mich? Der heilt mich. Schmuggel ich so noch falsam, sage ich euch. Benutzen Verband. Heilt es mich jetzt oder nicht? Mir ist sehr unsicher. Schmerzmittel. Energy Drink. Was auch immer. Sollte soweit stimmen. Aber ja, die Shotgun scheint tatsächlich ziemlich gut zu sein. Oh, und ich sollte mich weiter zum Ziel rüber begeben. Unten ist deine Energie. Ich weiß. Ich glaube, der Verband hat sie weiter geheilt. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich noch Verband machen? Ich kann noch einen machen. Ich glaube, der heilt mich ein bisschen. Ich weiß aber nicht. Ah. Diese Ausbeulung in der Hose. Oh, ich dachte, es geht nur mir so. Gut. Also gut, dass ich nicht der Einzige bin. Das war mir schon ein bisschen unangenehm. Oh Gott, ich höre Schüsse. Oh, ich höre Schüsse. Ich mag es nicht, Schüsse zu hören. Ich mag es nicht, wenn Mama und Papa sich wieder erschießen. Gefällt mir nicht. Okay, wo treiben sich die? Wo treiben sich die Halunken herum? Wo würde ich mich herumtreiben, wenn ich ein Herumtreiber wäre? Wo würde ich mich dann herumtreiben? Ich glaube, in dem Haus. War ich hier gerade eben schon oder sind das... Schicke Schuhe und ein Hemd! Das sieht, wenn ich es trage, anders aus. Das ist jetzt unvorteilhaft. Das ist jetzt sehr unvorteilhaft, wisst ihr das? Rucksack, klar, nimm den mit. Das ist sehr, sehr unvorteilhaft. Dieses rote Gebiet hier gerade. Kann ich gar nicht gebrauchen. Aber es sind noch 42 Leute am Leben. Oh, okay. Okay, ich sehe. Das ist also der rote Bereich. Stehen bleiben, wenn du dich heilst. Stehen bleiben. Oh, okay. Okay. Ich kann nur nicht allzu lange stehen bleiben. Renn durch. Ich renne da nicht durch. Das ist eine gute Runde. Ich werde da jetzt nicht einfach durchrennen. Mach mich nicht schwach. Das ist ziemlich laut. Okay, ich glaube, ich habe noch genug Zeit, um den... Oh, da vorne in der Halle ist bestimmt jemand. Ich spüre es doch, dass da jemand ist. Ich spüre es. Okay, kann ich mir... Was, wenn ich einen Energy Drink reinziehe? Heilt er mich auch? Nee. Ich weiß nicht ganz, was er gemacht hat. Komm, wir benutzen jetzt noch den Verband. Oh, ich habe scheiß viele. Okay, wir benutzen noch einen. Und dann gehen wir weiter, okay? Ich will noch ein bisschen vollere Leben haben. Bitte, bitte, bitte. Yes! Der andere. Die andere Seite. Yes. Die andere Seite. Yes. Gentlemen. Fuck. Wir haben es geschafft. Ich werde nicht an der Zone sterben. Ich werde nicht sterben. Ich werde jetzt einfach, ich werde einfach rüberfahren. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Hey, mein Freund. Vorsicht, da explodiert was. Was zum Fick? Ich glaube, ich wurde von der Granate getötet, wie es aussieht. Ach. Es war unangenehm. Nummer 40, hey! Warum ist er auf einmal verschwunden, als ich auf ihn geschossen habe? Liegt das an den Servern oder so eine Scheiße? Fand ich nämlich nicht gut. Vorsicht, explodiert was, stirbt an Granate. Ja. Da ist aber was bei ihm vorhin explodiert. Ich weiß doch nicht, dass dann direkt bei mir was explodiert. Also bitte.
Also langsam voran, am Ende des Abends ist er Platz 1. Wir streben auf jeden Fall die Top 10 an. Und ich meine, ich habe jetzt schon zwei Leute gekillt. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mit einer der besten Spieler der Welt, würde ich sagen. Ich gehe auf jeden Fall zu den oberen 90%. Man hat die Granate aber gesehen, mein Lieber. Ich habe sie nicht gesehen. Noch drei Runden erst Platz 1, das ist der Plan soweit, das ist der Plan. Ist aber soweit ein relativ unterhaltsames Spiel, wobei ich wahrscheinlich nicht allzu viel dazu sagen kann. Im Großen und Ganzen, weil ich wirklich noch nicht weit kam. Schon zwei Leute in 45 Minuten, Mann, bist du aber gut. Hey. Danke, ich lasse das als Kompliment gelten, vielen Dank. Du steh da nicht einfach nur rum! Etwas mehr Kampfgeist, okay? Tut mir leid, ich versuche die Leute aufzuhalten. Achso, shit, warte, ihr habt noch ein paar Dinge verpasst. Also, Moment, nee. Ich habe noch eins, nochmal einen geilen Euro. Von Akayala. Akayal Sadagi. War das richtig? Der geile Euro, vielen lieben Dank. Oh Gott, okay. Wir versuchen wieder. Wo sind wir? Wir kommen von da oben, okay. Wahrscheinlich wird der Bereich am Ende hier irgendwo sein. Ehrlich gesagt würde ich hier gerne abspringen. Wir springen hier ab. Und schon mehr Leute gekillt als ich in meiner gesamten Poppeke-Karriere. Bestehen doch zwei Runden. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Fliegen einfach mal runter und sehen, was passiert. Wir segeln einfach mal runter und sehen, was passiert. Waffen und so eine Scheiße findet man auf jeden Fall immer in irgendwelchen ranzigen Random-Hallen. Oh, ich will sowas von zur Farm. Okay, Leute, wir machen Ausflug zur Farm. Wir machen Ausflug zur Farm heute, habe ich mir sagen lassen. Und gelandet. Okay. Auf zur Farm. Der Disco-Stern fällt. Oh, das ist ein guter Name. Das gefällt mir. Gute alte Disco-Sterne. Ich hoffe, wir... 98 Leute sind noch am Leben. Da muss ich aber einige umbringen heute, habe ich mir sagen lassen. Ah, wir bekommen das aber alles hin. Gewinner, Hühnchen-Dinner. Haben sie das wirklich übersetzt? Ich habe da irgendwas mitbekommen. Haben die es auf Deutsch wirklich übersetzt zu Gewinner, Hühnchen-Dinner? Falls ja, dann liebe ich es, ehrlich gesagt. Weil es fürchterlich klingt. Bin ich ein großer Fan. Ich hoffe, sie haben sie übersetzt. Ja, oh, ja, der Gewinner, Hühnchen-Dinner. Oh, fantastisch. Oh, ich wäre jetzt gerne ein Gewinner, Hühnchen-Dinner. So, weiter zum Spielbereich. Okay, Spielbereich ist da drüben sehr schön. Oh, das ist keine Farm, das ist ein schickes Haus. Oh, fuck, da drin ist jemand. Oh nein. Oh nein, da drin ist jemand. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen, wie er in der Küche stand? Aber das Fenster war glücklicherweise noch nicht kaputt, deswegen hat er mich nicht mitbekommen. Oh. Okay. Wenn ich ihn hören kann, bedeutet das, dass er mich auch hören kann. Ich wäre doch so gerne ein Gewinner-Hühnchen-Dinner. Zieh da ein! In der Küche war es also eine Frau, so habe ich das verstanden. Ansonsten würde das nicht so viel Sinn ergeben. Oh Gott, er öffnet die Tür. Oh nein! Oh nein! Ich will in das Haus! Aber der Typ ist da noch drin. Da ist ein Hühnchen-Dinner. Ah, dafür haben wir keine Zeit. Es kann nur ein Gewinner Hühnchen-Dinner geben. Exakt. Okay, wir gehen jetzt rein. Wenn wir ihn sehen. Hauen wir ihm so hart auf die Schnauze, dass er umfällt. Und nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Wir haben Schuhe. So weit, so gut. Okay. Wir verpassen einen stabilen Handkantenschlag.
ist er. Oh, shit. Ich glaube, ich muss ihm keinen stabilen Handkartenschlag mehr verpassen. Ich glaube, ich habe was Besseres. Was ist da gerade runtergefallen? War es eine Patrone von mir? Oh, ich bin so nervös. Okay, ich glaube, er ist weg. Sehr schön. Und wir haben eine sicke Waffe. Wir können mit dem Auto noch eine Runde fahren. Ich glaube, wir wollen mal nicht übertreiben. Okay, sehr schön. Der Hütte ist auch keiner zu sehen. Warum ist ein Flugzeug? Was sind das eigentlich für weiße Punkte auf meiner... Ach, das sind, sind irgendwelche... Okay, Türme. Und versuchen wir einfach dem Ziel hinterher zu laufen. Mal sehen, wie das Ganze gut geht. Ich meine, ich bin schon bei den besseren 60% dabei inzwischen. Ich gehöre zu den besseren 60%. Das soll ich mir von niemandem nehmen. Ich dachte, ich habe jemanden rennen gehört. Ich habe das Gefühl, was man hört, ist in dem Spiel am wichtigsten, um irgendwie einen anderen Spieler aufzuspüren. Kann das sein? Flugzeuge werfen Lootboxen. Oh, dafür würde ich gerne den Zehner springen lassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Steht ja. Die besseren 60%. Ja, es sind die besseren. Es sind auf jeden Fall nicht die schlechteren 60%, okay? Ob es jetzt gute 60% sind, das ist jetzt, denke ich, relativ, aber es sind auf jeden Fall die besseren. Außerdem sind ja viele Fliegen. Wo ist jetzt da ist der Bereich, okay. Die Gegner in dem Spiel sind ziemlich groß, beziehungsweise die generellen Level, kann das sein? Ich werf halt wirklich Lootboxen. Okay, ist relativ lustig. Oh, da ist irgendein Typ mit einer 69 im Namen drin. Oh, das gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Der ist bestimmt ein lustiger Boy. Spielbereich verkleinert sich in ein paar Sekunden. Okay, das sollte nicht mein Problem sein. Denn ich habe soeben den Bereich verlassen. Und mit verlassen meine ich betreten. Und mit soeben meine ich jetzt. Okay, das heißt, ich sollte soweit erstmal sicher sein. Liege ich da richtig? Der Spielbereich verkleinert sich. Das ist kein Problem für mich. Ich komme klar damit. Herzlichen Glückwunsch zu den besseren 50%. Oh mein Gott, ich bin Gott. Falls ihr jemanden braucht, um den ihr herum eine Religion gründen könnt. Ihr wisst Bescheid. Wenn ich sage, dass ich es machen sollte, aber... Wenn ihr drüber nachdenkt. Ich denke, ich stehe offen dafür. Okay? Und mein Auge juckt. Es liegt nicht daran, dass ich weine oder so, sondern mein Auge, ich habe was im Auge, okay? Hört auf, derartige Gerüchte zu verbreiten. So, sehen wir jetzt eigentlich noch irgendwelche Spieler? Außerdem bin ich noch nicht bei den besseren 50%. Der 69-Typ kriegt ganz schön viele. Ich bin noch nicht bei den besseren 50%. 98 haben insgesamt mitgemacht. Wir sind bei den besseren 60%. Wo treiben sich jetzt andere Spieler herum? Warum ist hier überall nichts? Mori schneidet eindeutig gerade Zwiebeln. Ja. So. Das ist noch ein relativ großes Waldstück, das ich hier entlang laufe. Die gute Sache ist, ich bin mir relativ sicher, dass hier wenigstens kein anderer Spieler unterwegs ist. Das heißt, ich kann, keine Ahnung, einfach weiterlaufen. Das heißt, wir können ein paar Donations vorlesen. Nein, können wir nicht. Ich kann nicht schauen. Ich tappe jetzt auch nicht raus aus dem Spiel. Da vorne sind Häuser. Okay, wir reißen uns zusammen. Ob jetzt wird es wieder ernst. Eventuell werden wir Spieler treffen. Ja, echte Spieler. Eventuell. Unter Umständen. Da vorne. In diesem Haus. Okay. Ich sollte nicht ins Mikrofon pusten. Verzeiht.
Echte Boys weinen nicht mal bei Zwiebeln. Ich weine bei Zwiebeln auch nicht. Sie reizen nur meine Organe. Da vorne ist einer. Seht ihr ihn, wie er Blumen pflücken geht? Seht ihr ihn, wie er sich einen Quatsch geholt hat und wir ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen werden? Okay. Hat sich das mit dem soweit erledigt? Was ist das für ein lautes Geräusch? Ist das ein Flug? Das Lootboxen-Flugzeug! Kinder, die Lootboxen sind da! Ist hier ein Spieler? Oh, ich wünschte, ich wäre eine Lootbox. Das ist ein kleiner Raum. Wir gehen weiter, glaube ich. Ja, ist hier alles schon gelootet. Weil der Typ da vorne unterwegs war. Ein Lootzeug. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist ein gutes Wort dafür. Eine Hose. Jackpot. Gute Neuigkeiten. Wir haben dem Haus hier eine Hose geplündert. Ab jetzt kann es nur noch besser werden. Ich sollte vermutlich nicht hier oben auf dem Dach stehen. Oh, hier hat jemand sein Shirt vergessen. Eine gepolsterte Jacke. Und das im Sommer. Okay, sehr schön. Und sollte jetzt niemand mehr sehen können. Wir sind jetzt quasi getarnt. Wir sind zu 100% im Camouflage-Outfit unterwegs. Außerdem, jetzt bin ich bei den besseren 50%. Ich bin quasi unaufhaltsam. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin. Die Morgen ist halt etwas kühl. Es ist ziemlich frisch hier in der Gegend. Schau dir das mal an. Das ist arschkalt hier. Okay, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Sind hier irgendwo andere Spieler? Nein. Hier ist wirklich absolut niemand. Alter, die Jacke, wann kommt dein Rap-Album? Ich arbeite dran. Mir wurde ein Feature mit Massiv versprochen. Und wir erzählen dir ein bisschen mal was. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen drüber reden. Ich und mit euch, was passiert, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Das ist keine schöne Sache, versteht ihr? Müssen wir einfach mal drüber reden, denke ich. Okay, da ist ein Auto. Ist hier ein anderer Spieler? Oh, ist hier ein anderer Spieler? Ich will kein T-Shirt. Rauchgranate, ja, was auch immer. Kompensator. Willst du damit sagen, dass mein Pipi-Mann klein ist, oder was? Wenn ich zurückspiele. Ich bin im Bereich. Yes! Okay, wir können uns jetzt einfach... können uns einfach zurücklehnen. Uns kann nichts passieren. Wir sind absolut... und zu 100% auf jeden Fall und immer sicher. Wir nehmen einfach mal alles mit. Nein! Ich habe keine Munition für die Scheiße. Was soll ich denn damit? Ich bitte meine Shotgun wieder haben. Für die habe ich auch keine Munition. Warum habe ich jetzt zweimal dabei? Was auch immer. Rucksack Stufe 2. Oh mein Gott. Es wird ernst. Jetzt haben wir langsam ernsthafte Upgrades. Das ist nicht mehr ein Stufe 1 Rucksack. Stufe 2 Rucksack. Treiben sich hier auch mal. Morgi, loote die Box. Welche Box? Ich habe keine Box gesehen. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr nervös bin nach wie vor. Noch 45. Kann es sein, dass jetzt auch gar keiner mehr stirbt aktuell? Die ersten 50% gehen immer am schnellsten danach. Passiert gar nichts mehr. Ist das möglich? Das Problem ist gerade, ich könnte jetzt weitergehen, aber ich bin hier aktuell noch für die nächsten 2 Minuten wirklich sicher. Deswegen... Morgi, loote das Klo. Nein, du lootest das Klo. Ich werde jetzt nicht in die Schüssel fassen. Ja, nimm die Pfeile mit. Was auch immer. Das Klo looten. Da ist nichts im Klo. So, okay. Kann ich nicht,
die andere Waffe dafür nehmen. Das ist nicht ganz das, was ich wollte. Hm. Egal. Komm schon. Nachladen. Geile 15 Schuss. Sehr schön. Lad die auch mal nach für den Fall der Fälle. Die Welt ist halt sehr groß. Die Welt ist sehr groß. Oh, das Auto. War das vorhin schon da? Das muss vorhin schon da gewesen sein. Ich werde jetzt nicht paranoid. Das Spiel verkleinert sich. Soll ich weiterziehen oder nicht? Wie spielt man das Spiel denn? Morgi, bei der Armbrust war ein toter Mann, den du looten konntest. Oh, Moment. Auf dem Balkon draußen. Warum ist die Tür... War hier nicht eine Menge Loot? Hm. Irgendwas stimmt doch da nicht. War da nicht vorher noch eine Menge Loot da draußen? Weste! Schicke Weste! Außerdem, Pop0815 hat er subscribed. Vielen, vielen Dank. Okay. Eine Bratpfanne. Yes. Okay. Okay. Wir nähern uns der Sache. Spielbereich verkleidet sich in 10 Sekunden. Ja, wie spiele ich das Spiel jetzt? Wie soll ich weiter voranschreiten? Zieh weiter, bevor du es bereust. Okay, ich zieh weiter. Ich glaube, am sichersten wäre es tatsächlich, wenn ich einfach mit dem Auto weiterziehen würde. Okay, das hat sich so erledigt. Mit dem können wir nicht fahren. Wo ist jetzt eigentlich der Selbsthass? Ich weiß es nicht. Das war im anderen Haus. Muss in die Mitte vom Kreis. Ach, bitte. Ich wusste übrigens, dass das Prinzip so mit dem immer kleiner werdenden Bereichen abläuft, aber verdammte Scheiße. Ich hätte keine Ahnung, dass das... Oh Gott, nein! Ich hätte keine Ahnung, dass das so große Welten sind. Lauf, lauf einfach, lauf. Nein, lauf, lauf! Fuck! Lauf einfach, bleib niemals stehen. Springen. Nein, nicht springen. Springen ist vielleicht zu vieles gut. Oh nein! Auto, 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 Auto. Fahr los! Yes! Wir sehen uns im Westen wieder! Keine Mauer wird mich jetzt mehr aufhalten. Okay, wir leben. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Wo fahre ich hin? Okay, ich will da vorne rein. Das war nur ein auffälliger Auftritt, glaube ich. Wer hat aber auf mich geschossen? Ich habe nur Schüsse gehört. Ich habe niemanden gesehen. Das heißt, ich glaube, er war genauso ein... Oh mein Gott. Oh, verlockend. Aber nein, dafür sind wir nicht hier. Ich höre keine Schritte. Leute campen viel in dem Spiel, kann das sein? Das wäre eigentlich eine Sache, die ganz gut für mich zu wissen wäre. Ich sehe keinen Nachbarn. Sehr schön. Das heißt, wir können die Musik heute etwas lauter aufdrehen. Das Flugzeug ist wieder da. Wow, wow, wow! Okay. Oh Gott, darauf war ich nicht vorbereitet. Wir nehmen einfach mal seine ganze Scheiße mit. Wir nehmen einfach alles mit. Ah, shit, nein, nimm die mit wieder stattdessen. Ups, okay. Habe ich Heilung? Ich habe keine Heilung da, oder? Patronenhalter, Bolzen, ach, keine Ahnung, was mir das alles bringt. Okay, sehr schön. Den habe ich bedient. Habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen? War gut, oder? Haben wir vielleicht Verbandszeug hier irgendwo? Davon wäre ich ein sehr großer Fan. Der Schmoggi! Ah, ja, steht der Moggi. Es ist okay, trotzdem. Okay, Nachbar ist immer noch keiner zu sehen. Die gute Sache war, weswegen ich auch getraut habe, mich wirklich fortzubewegen, weil das Flugzeug da war. Dadurch konnte er meine Schritte nicht richtig hören. Das ist zumindest mein Gedankengang gewesen. Ja, shit, der Kreis verkleinert sich. Fuck.
Fuck, der Kreis verkleinert sich ein gutes Stück. Okay. Folgende Sache. Ich weiß auch nicht, ob ich ein großer Fan von der Taktik bin, aber was soll ich machen? Der Kreis wird kleiner. Nein, keine Stunts, keine Stunts. Wir machen keine Stunts. Der Kreis wird kleiner. Oh nein, warum ist hier so viel Gebirge? Nein! Okay, da entlang. Von die Straße entlang. Okay, wir überleben. Ich höre auf zu hupen, auf ins Verlocken ist. Die Spieler hören dich doch alle. Wahrscheinlich sollte ich nicht über die Brücke fahren. Ist mir egal, ich will leben. Ich will leben! Ich höre Schüsse. Das ist üblicherweise ein gutes Zeichen. Shit. Das war nur ein fälliger Auftritt soweit. Keiner hat mich wahrgenommen. Alles gut. Alles gut. Okay. Okay. Ganz vorsichtig. Habe ich da gerade einen Spieler überfahren? Oh Gott! Sind wir sind doch nicht da! Shit! Ich hab ihn nicht gesehen! Ey, ich wusste nicht, dass er da ist! Okay. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ey, wir sind in der Zone. Cap, jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Leg dich hin. Der bemerkt es nicht mal sofort. Es tut mir leid, es ging alles so schnell. Ich konnte nicht mit der Wimper zucken, so schnell ging das. Ich will bitte die Stiefel haben. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, ist hier jemand? Moi ist wahrhaft ein Profi. Ja, ja. Ich habe gehört, ich soll... Oh, das sieht crappy aus. Yes. Nicht die Shotgun weglegen. Leg das Fuckteil weg dafür. Das brauchen wir nicht mehr. Ich habe keine Munition. Oh, shit. Dabei ist es so eine gute Waffe. Oh Gott. Die Zone wurde noch kleiner. Ach, shit. Der Bereich wurde noch kleiner. Okay, wir haben keine Zeit. Nein, nicht First Person. Third Person. Puh. Okay, wir fahren los. Wir haben einen geilen Clip erstellt. Okay. Ganz vorsichtig. Vertrauen Sie, es ist besser, in First Person zu spielen. Ja, aber doch nicht, wenn ich hier draußen unterwegs bin, oder? First Person sieht wirklich crappy aus. Ach, shit, wir fahren weiter. Ist mir egal, ich fahre weiter. Wie klein kann der Bereich noch... Oh fuck, wie klein kann der Bereich nicht mehr werden? Da hinten ist einer. Jetzt. Shit, da war keiner, das war nur ein Baum. Das war nur ein Busch. Ich dachte, er wäre ein Spieler. Tut mir leid, ich war zu aufgeregt. Ich dachte, ich kann die gleiche Sache nochmal abziehen. Das war ein Busch. Ich spiel direkt in First Person. Oh, First Person sieht so scheiße aus. Sieht so low budget aus. Okay. Ich störe dich bitte nicht, wenn ich auf dem Klo bin. Ah, fuck. Viel kleiner kann der Bereich jetzt halt nicht mehr werden, oder? Ich habe große Angst. Oh, da kommt einer. Da kommt einer mit dem Auto. Da kommt einer mit dem Auto. Ich glaube, er will zur Lootbox. Okay. Wenn er hier rüberkommt.
kommt der hier rüber oder nicht. Ich höre einen. Kommt einer mit einem Auto. Ist ein der Nachbar wird den Rasen. Ich glaube, sie haben mich gesehen. Wo ist er? Wo ist der Typ? Fuck! Nein! Fuck! Ah! Nein! Egal, wir waren bei den besseren 20 dabei. Ist das okay? Ist das okay? Shit! Zu meiner Verteidigung, so schlecht war mein Tod nicht, okay? War okay, der Tod, oder? Können wir uns darauf einigen? Das ist das bessere Fünfte. Ja! Und ich habe 197 Player Unknowns Battle Coins bekommen. Das heißt, ich kann mir dafür jetzt eine sicke Lootbox holen, habe ich gehört. So, ich habe genug. Wo kann ich das holen? Rewards. Gib mir meine Belohnung. Okay. Dann wohl nicht. Machen wir noch eine Runde. Jetzt können wir was anderes spielen. Wir spielen heute nichts anderes. Es ist auch generell kein so langer Stream heute. Du bist besser als 70 andere. 78 andere. 78, nicht nur 70. Okay. Beim nächsten Mal mit richtiger Waffe. War das keine richtige Waffe? Ich habe einen Spieler damit gekillt. Aber dabei hätte ich doch so gern einen Hühnchendinner gehabt. Was sind das für Bucherpreise? Ja, 700 Puppe-Coins. Wo soll ich die denn hernehmen? Ich muss mir auch noch was zum Essen kaufen. Diesmal schaffst du es, Morgi. Ich hoffe einfach, dass ich diesmal... Warum habe ich einen Pfeil im Kopf? Wer hat mir deinen Pfeil in den Afro geschickt? Wer war das? Wer war das? Wo bin ich? Da bin ich, okay. Ich will hier ungefähr... Ja, wobei, da wollen viele in den Bereich... Egal, ich will da trotzdem landen. Da will ich hin. Da will ich hin. Ah, shit, mach die Karte weg. Sollte ungefähr hier irgendwo sein. Puppeke Points. Wie viel ist das in deutscher Mark? Ein Puppeke Point sind ungefähr 3 deutsche Mark tatsächlich. Wechselkurs liegt bei 2. Ja, ja. Shit, jetzt bemerkt, ich war es nicht. Was habe ich bemerkt? Nimm nächstes Mal das Auto als Waffe. Oh Gott! Okay, wenn man die Stromleitung fliegt, dann... Ist jetzt nicht gut, habe ich gerade gelernt. Fantastisch, wir starten direkt mit ein bisschen Damage. Schön. Schön, hätte ich mir kaum schöner vorstellen können. Davor hat mich keiner gewarnt. Torwarthelm? Wer sonst noch was? Rauchgranate, klar, nehmen wir mit. Grafisches Visier, ich werde es wahrscheinlich nicht verwenden, aber nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Du hast was im Hinterkopf. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich den wegbekomme. Wie bekomme ich den Pfeil da weg? Nicht genug Platz. Nein! Ich will den haben. Ich brauche den Verband. Was soll ich denn sonst? Leg den Fuckernister weg. Kann ich den nicht einfach... Was? Nein. Boden. Ja. Ja, auf dem Boden. Verband mitnehmen. Sehr schön. Wir nehmen das wohl mit, wie es aussieht. Ich habe auch keinen Platz mehr für Bolzen. Ach, gefällt mir überhaupt nicht. Wie bekomme ich jetzt den... Oh, der Pfeil ist weg von meinem Kopf. Okay, alles cool. Ich beschwere mich nicht mehr. Der Pfeil ist verschwunden irgendwie. Oh, ich kann echt... Wollt ihr mich verarschen? 2 Schuss? Oh Gott. Mann, das wird eine lange Runde heute.
Oder jetzt. Das wird eine sehr, sehr... Nimm den Köcher. Da ist ein Köcher. Shit. Wo? Wie auch immer. Gehen wir weiter, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Wie weit ist denn der Weg? Ach du Scheiße, das sind noch ein paar Meter. Oh, fuck. Ich habe das doch gehört. Oh nein. Da wird geschossen, Leute. Die haben richtige Waffen. Und nicht nur so eine komische Armbrust wie ich. Oh. Da rennt einer. Shit. Egal, wir bleiben hier. Da rennt noch einer. Shit. Das läuft ziemlich gut. Wer schießt denn da? Okay, sind vorhin da rüber gerannt. Das heißt, das können wir auch. Wir können da auch rüber rennen. Wenn die Boys es schaffen, dann schaffen wir es auch. Und ich habe sie noch mit der Armbrust erschossen. Zielen, Moggy. Ja, 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 ich ziel doch. Immer mit der Ruhe. Hey. Hey, 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 hey. Wie geht's dir? So, nimm mal deine Waffe. Ich glaube, die brauchst du nicht mehr, bist ziemlich tot. Kann ich seinen Rucksack auch mitnehmen? Rucksack. Oh, er hat einen Stufe 2 Rucksack. Polizeiweste, das. Shotgun, Kaliber 12, Patronen, Hose, was auch immer. Sollte erstmal reichen. Okay. Dann werde ich mich mal auf den Boden legen. Dann werde ich mich erstmal auf den Boden legen. Das war ein Kill, der mir gefällt. Oh, shit. Ich glaube, wir sind viele Spieler noch unterwegs. Kann das... Oh Gott, nein. Nein, nicht ganz aufstehen. Ducken. Okay. Oh, hier sind überall irgendwelche anderen. Ich weiß es doch. Ich spüre es doch. Irgendjemand ist hinter mir und will mich erschießen. Ihr seid alle hinter mir her. Ihr wollt alle nur, dass ich sterbe. Wollt mir den Erfolg nicht gönnen. Ich hab gehört, dass ich bei den oberen 20% dabei war. Jetzt seid ihr alle neidisch. Ich kann es euch nicht verübeln. Oh, verbannt. Yes. Apropos verbannt. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Verwendet den beschissenen Verband. Kannst du erst nicht verbannen und dann Schüsse. Kann ich den Verband nicht, den kann ich nicht in der Hocke verwenden, oder? Was machen wir jetzt am besten? Da muss ich hinter. Aber hier wird geschossen. Hier wird sogar sehr viel geschossen. Spielbereich verkleinert sich. Shit. Nein, geh da rüber. Geh da rüber. Okay. Hätte Bob Ross eine Armbrust gehabt, Moggy wäre... was? Hätte Bob Ross eine Armbrust gehabt, Moggy wäre stolz auf dich gewesen. Ja, yeah, Bob Ross, das wäre ich. Und auch umgekehrt wahrscheinlich. Ich habe gehört, Bob Ross ist ein großer Fan von Gewalt gewesen. 30 Sekunden. Ist kein Arsch mehr, oder? Oh, fuck. Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Eventuell war ich nicht... Die Welt dreht sich zu schnell für mich. Oh, shit. Beeil dich. Oh, das Spiel... Was passiert, wenn sich das Spiel... Ach so, er fängt dann an, sich langsam zu verkleinern, oder? Der blaue Ring entsteht dann, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das heißt, es ist noch nicht alles vorbei. Spielbereich wird kleiner. Reden wir von Spielbereich oder von meinem Selbstvertrauen? Macht euch nicht über mich lustig. Okay, haben wir hier noch irgendjemanden oder... Hier ist kein Arsch mehr unterwegs, oder? Kein Stream-Sniping, was ist hier los? Hey, ich wurde vorhin von zwei Typen in der... diesem Vorab-Lobby-Teil verprügelt, falls das zählt. Falls das zählt, dann wurde das gemacht.
Die besseren 60... Oh, shit, ich gehöre schon zu den besseren 60%. Das Leben wird einfacher und einfacher mit jeder Minute. Okay, komm schon, wir müssen uns jetzt... Ich muss irgendwie schneller werden. Ey, hab das Gefühl, meine Füße bringen mich nicht so schnell ans Ziel, wie ich mir das wünschen würde. Wo ist die Haustür? Da ist die Haustür. Ich hab das Gefühl, ich bin zu Fuß nicht so schnell, wie ich das da... Shit! Ich kann mit dem nicht fahren, wir müssen rennen. Oh, ich will nicht sterben. Komm schon, blauer Bereich. Lass mich am Leben. Oh, der blaue kommt näher. Der blaue Ring des Todes. Ihr habt dich gesehen! Den meine ich, ich wollte ihm nur Angst einjagen. Hoffentlich dreht er nicht um. Ah, Rennschmuggli, renn, ich lauf doch! Warum brennt da hinten was? Meine Beine sind aber nicht so schnell. Da ist ein Auto. Oh, sei bitte ein Auto, mit dem ich fahren kann. Sei bitte ein Auto, mit dem ich fahren kann. Sei ein Auto, mit dem ich... Yes. Es ist ein Auto, mit dem ich fahren kann. Okay, fahren wir los. Nee, nicht darüber hüpfen. Okay. Ich würde sagen, wir haben wieder alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Du hast so gesagt, Mogi, ich weiß. Ich wollte einfach mir vorbeifahren. Da habe ich gesagt, hey, du, Truthahn. Da habe ich auf ihn geschossen. Und er so, oh shit. War ziemlich sick von dir, mein Bruder. Und dann war er tot. Und das ist das Ende der Geschichte. Okay, wir müssen das Wasser überqueren. Ich weiß auch, wie wir das machen werden. Wirklich. Ernsthaft? Wirklich? War das nötig? Kann ich bitte die Devcam davon sehen? Also, folgender Plan. Ich dachte, ich springe kurz bevor wir das Wasser erreichen aus dem Auto, damit ich einfach im Wasser lande. Und dadurch, dass ich im Wasser bin, keinen Fallschaden erleide. Das Spiel jedoch, seht ihr das? Es hat sich ja gesagt, Alter, du bist ziemlich hart aufs Wasser aufgeschlagen. Ja, das waren die besseren 60%. Das Spiel hat sich gesagt, du bist ein bisschen zu hart... Ja, ich möchte das Match verlassen, ich bin tot. Du bist ein bisschen zu hart aufs Wasser aufgeschlagen, fanden die nicht gut. Oh ja, hier bin ich. Hier bin ich. Der Tod diesmal war exzellent, der war fürchterlich. Ein Mann-Squad? Ich weiß nicht. Will ich mal so einen Team-Modus? Was ist eigentlich FP? Oh, das ist wie man startet direkt, okay. Will ich mal einen anderen Spielmodus hier machen oder sind die alle eher... Ich glaube aber nicht, dass ich einfach mit irgendwelchen Randoms zusammenspielen will, oder? Herr Schmuggli, wirst du Puppige? Dann mit anderen Spielen wäre extrem lustig. Ich denke nicht, dass ich das allzu oft spielen werde. Lieber nicht. Wir machen nein. Okay. Und FPP ist in First Person, dann direkt starten. Okay, ich sehe schon, ich will nicht mit anderen spielen. Die sind eher Okay. So, versuchen wir die Runde nochmal. Wir versuchen uns diesmal nicht selbst umzubringen. Das ist nicht meine Haupttodesursache, wenn ich mich selbst umbringe in dem Spiel. Es ist aber auch immer sehr verlockend, wisst ihr das? Es ist immer sehr, sehr verlockend, einfach aus dem Auto zu springen und das einfach alles hinter mir zu lassen. Für immer. Ich sollte einen Schluck trinken. Oh shit, mir fällt gerade ein, ich habe ein paar Dinge... Wir hatten wieder inzwischen Zeit. Oh, das habe ich komplett übersehen. Verzeiht. Wir hatten von Mike 195 einen geilen Fünfer. Ich wette, Johnny schafft immer Platz 1. Darüber reden wir nicht. Ey, vielen Dank dafür. Genau, dann ist das Twitch euch gesehen. Von Jammerdabat, einen geilen Euro. Dafür kriegst du eine geile Mark. Das sind 2 Mark. Das sind 2 Mark. Und von Leviathan 123 noch ein geiler Fünfer. Morgis Unknown Fashion Ground. Und dazu noch eine Rasterpilz. Ja, yeah, genialer Kill. Vielen Dank. Oh shit, es geht schon los. Ich wollte gerade was trinken.
Selbstmord ist verlockend, das ist, kommt auf die Situation an. Okay. Ich glaube, ich werde einfach rausspringen. Wir werden sehen, was passiert. Außerdem, gute alte Steam-Freundschaftsanfragen. Sieht man noch. Fantastisch. Trinken ist was für Weicheier. Hey, hey, hey. Nicht in dem Ton, ja? Nicht in dem Ton. Wie viel Mark kostet Pappke eigentlich? Es kostet 60 Mark. Das heißt, es kostet 30 Euro tatsächlich. Außerdem, Swoo1995 hat subscribed. Wie vielen Dank? 30 Euro hat es gekostet. Wir sind inzwischen aber auch wenigstens aus der Beta raus. Das heißt, oh, da sind zu viele. Das heißt, das ist schon mal immerhin etwas. Oh, wenn ich mit dem Traktor fahren könnte, das würde mein Leben bereichern. Ich glaube, das ist eine Sache, die nicht möglich ist. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Die legendäre Bratpfanne. Nett. Abgewinkelter Handgriff. Rucksack Stufe 2. Okay. Das bedeutet... Oh shit, welche in First Person... Warum kann ich denn meine Perspektive nicht mehr zu Third Person ändern, wenn ich in First Person das Spiel da starte? Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Bedeutet das nicht auch, dass die Gegner besser sein sollten, wenn sie alle in First Person jetzt spielen? Jetzt alle in First Person? Warum kann ich nicht mehr wechseln? Das ist sehr irritierend. Blendgranate, Verband. Deswegen ja zwei Modi. Alle haben First Person. Naja, okay. Ja, ich sehe schon. Wobei ich immer noch nicht ganz verstehen kann, warum First Person wie scheiße aussieht. Das begeistert mich immer noch nur. Eine Stufe 2 Polizeiweste! Das begeistert mich immer noch nur bedingt. Das ist halt wirklich. Sieht halt echt nicht gut aus. Also, ich meine nicht das Spiel generell, sondern. Ich dachte, da wäre ein Typ, aber es ist nur eine Plane. Sondern die First-Person-Perspektive. Sieht halt sehr, sehr crappy aus irgendwie. Außerdem, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, ich sollte mich... Oh, ich bin gleich in dem Bereich. Nett. Das hilft auf jeden Fall ein gutes Stück weiter. Ja, gehen wir direkt weiter. Gehen wir direkt weit. Nachladen. Lad nach. Oh, nur zwei Schuss. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zwei Schuss. Wenn die daneben gehen, habe ich ein gewaltiges Problem. So, wir öffnen jetzt mal die Tür. Und dann schließen wir die Tür. Und dann finden wir raus, dass die Tür im Falle von dem Gebäude nicht sonderlich viel bringt. Eine Sache, die bei dem Spiel aber wirklich gut ist, ist die Geräuschkulisse. Wobei ich dann, ich weiß, basiert das Spiel irgendwie eigentlich, kann es sein, dass es ein Stück weit auf Arma basiert auch noch. Na, wobei, nee, Moment. Sollte es eigentlich nicht. Battle Royale kam hier ursprünglicherweise von WoZ und das war nicht Arma. DayZ war Arma. Wie auch immer, reden wir nicht darüber. Geräuschkulisse ist auf jeden Fall ziemlich fantastisch in dem Spiel. Unerwartet gut. Damit kann man halt wirklich unglaublich viel anfangen. Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir alles mit. Oh, ein Rucksack. Yes. So. Haben wir hier sonst noch... Ist das Rucksack Stufe 1? Nein, den will ich nicht. Kein Stick, der Stufe 1 Rucksack. Wo will ich entlang laufen? Ich will hier entlang laufen. Okay. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ich sehe noch keinen anderen Spieler, aber ansonsten alles unter Kontrolle. Haben nicht die Entwickler von Arma Battle Royale Mode und dann PlayerUnknown's Battleground gemacht? Nein, ich meine das, zumindest habe ich mir das von Maeve erzählen lassen, dass er damals, das war eine Sache, die mich auch schon mal gewundert hat, weil er früher ganz gerne WoZ gespielt hat, statt DayZ und WoZ war, oh, ich sehe gerade, es basiert auf der Mod für Arma 3, von wegen Battle Royale Mod und das ist derselbe Entwickler, der ist für Arma 3 Mod, aka PlayerUnknown. Achso, also war es doch auch eine, okay. Ja gut, der hat das dann aber auch für die WoZ-Leute irgendwie auch gemacht. Okay, es ist also, es basiert auf Arma. Okay. Das erklärt einiges.
Aber es ist ja eine tatsächliche Simulation, der es erklärt, warum die Geräuschkulisse so unglaublich gut ist in dem Spiel. Der Schmuggler ist ein Profi in Sachen tauschen und zurücktauschen. Ich tausche sehr oft. Ich tausche sehr gerne. Das ist meine Leidenschaft. Ist das The Binding of Isaac? Ja. Wir opfern so einige Isaacs heute. So, wisst ihr, was das Beste ist? Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Wenn wir die Runde überstanden haben, kann ich mir eine Lootbox holen. Alter, eine Lootbox. Wo sie, das war ein tolles Spiel. Ja, wo sie war... Ey, weiß auch nicht. Es sah unglaublich scheiße aus. Aber ich habe es nie tatsächlich gespielt. DayZ habe ich auch nie gespielt. Ich glaube, inzwischen ist die Zeit dafür auch komplett abgelaufen. Um das noch irgendwie zu spielen oder so. Und ist auch das Interesse von meiner Seite ist auch nicht mehr allzu groß. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nie gespielt. Die gute alte DayZ-Zeit. Das war auch scheiß beliebt auf YouTube. Was ist daraus eigentlich? Ja gut, ich wollte gerade sagen, was ist daraus geworden, aber im Großen und Ganzen ist das hier draus geworden. Das stellt allmählich neuen Rekorde auf. Kann man, glaube ich, soweit gelten lassen. Höre ich jemanden? Nein. Ich sehe auch niemanden. Das ist eine sehr angenehme Runde von dem Landwirtschaftsjäger-Simulator. Wir jagen Menschen. Das ist ein schickes Auto. Gefällt mir. So, haben wir hier auch irgendwo mal jemanden oder nicht? Spielbereich verkleinert sich in 10 Sekunden, das ist okay. Ich bin weit genug vorgedrungen, um mir darum keine Sorgen machen zu müssen. Es kam in Standalone und dann... Okay, also ist DayZ im Großen und Ganzen relativ tot heutzutage, nehme ich an. Aber davon auch schon so lange nichts mehr gehört. Oh, die Splittergranate. Yes, Helm. Oh mein Gott, ich will jemanden die Granate ins Gesicht werfen. Oh, ich will jemanden so sehr mal die Granate ins Gesicht werfen. Ich meine, euch kein Bild. Rucksack Stufe 1. Das ist alles scheiße hier. Polizeiweste Stufe 1 brauche ich auch nicht. Ich brauche nichts von dem, was hier herumliegt. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Tür hinter mir zuzumachen. Ansonsten verrate ich mich da ziemlich stark selbst, wenn ich in dem Haus drin bin. Oh, hey, da vorne ist ein Feuerwerk. Wenn ich in dem Haus drin bin und die Tür einfach offen lasse, ist eine schreckliche Idee. Leute sehen das doch direkt. Die wollen noch die Standalone komplett umkrempeln und neue Engine sogar einbauen oder so. Ich bin gespannt, wenn was bei DayZ irgendwann mal noch rauskommt. Ich wäre interessiert, glaube ich. Ich glaube, ich wäre halbwegs interessiert daran. Schöne Beine. Dankeschön, ich trage keine Hose. Das bringt meine Waden besser zur Geltung. Ja, aber irgendwie habe ich im Spiel wirklich noch so ein bisschen, Mir fehlen noch ein bisschen die Einsicht, wo man denn am besten die Spieler alle findet. Denn irgendwie laufe ich nur random durch die Gegend und hoffe, dass ich irgendwo mal jemanden finde. Wahrscheinlich läuft es im Großen und Ganzen auch darauf hinaus, dass das ist, was man macht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Häusern unterwegs bin, dass ich dann wirklich nichts Gutes mache. Dass ich einfach nur quasi wie eine wandelnde Zielscheibe umherlaufe. Ich dachte, er wäre ein Bienennest. Ist aber nur ein abgesägter Ast. Dramatisch. Drop am besten in der Stadt, dann hast du Action. Ja. Naja. Ugh, das ist alles so weit weg. Das ist halt echt ein bisschen langweilig, wenn man hier unterwegs ist. Hier passiert einfach nichts. Morgen ist schon jemals 600 Zuschauer? Ja. Ist für selbst der Sonntag gar nicht so unüblich tatsächlich. Oh, eine Hose! Eine Jacke! Okay. Stufe 2 Rucksack. Oh. Oh, das war die gute Toilette. Okay. Schließ die Tür. Schließ die Tür. Okay. Lauf ihn am besten hin. Da hinten ist die Stadt. Vielleicht sollen wir da rüberziehen. Oh, das ist doch so ein weiter Weg. Oh, so ein weiter Weg.
Seht ihr da, ich will... Oh, fuck, das ist die Stadt in der Mitte. Okay, wisst ihr was? Wir gehen dahinter. Da wird die ganze Action wahrscheinlich für die restliche Runde stattfinden. Außerdem, ich bin von den besseren 50%. Ich gehöre zu den besseren 50% inzwischen wieder. Sehr schön. Die Stadt. Oh, sie ist noch so weit entfernt. Und was macht ihr ansonsten so? Ich. Oh fuck! Oh fuck! Lauf! 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 Oh Gott! Okay. Mann, man riecht schon das Hühnchen, ja. Vor allem in dem Moment, als auf einmal der rote Bereich in mir gespawnt ist. Oder ich in dem roten Bereich auf einmal stand. Das war mein Lieblingsmoment. Mogi, such dir besser eine andere Waffe. Ich brauche dafür aber irgendwas. Brauche irgendein Haus oder so. Wenn ich da vorne bei der Stadt bin, dann habe ich alle Möglichkeiten der Welt. Davon soll ich dann alle... Okay, davon sind die Häuser. Ich sehe sie auf der Minikarte. Okay. A Gentleman, es wird ernst. Denn ab jetzt... treten wir das Kriegsgebiet. Hier werden sich Spieler herumtreiben. Und das ist eigentlich alles. Hier werden sich Spieler herumtreiben. Da sind zu viele. Ja, was soll ich sonst machen? Ich habe einen Stream. Es bringt nichts, wenn ich hier irgendwo immer am äußeren Rand herumhänge und niemanden töte oder so. Oder nichts mache. Ist fucking langweilig. Ich will euch ja nicht zu Tode langweilen, versteht ihr? Deswegen müssen wir der Action ein bisschen hinterher. Oh, die Tür ist offen. Irgendwann war hier mal jemand. Oh. Schnellzugriffmagazin für eine MP. Okay, die Waffen wurden hier schon soweit alle geplündert. Warum leuchtet da oben was? Oh, hier waren überall schon Spieler. Alle Türen sind offen. Alle Türen sind offen. Das macht mich sehr nervös. Okay. Hey, schickes Bild, hast du es selbst gemalt? Ja, da dachte ich mir, das sieht man. Das ist wirklich Talent. Nimm die Mütze. Okay. Hier ist kein anderer Spieler. Ich bin noch gar nicht bei der Stadt. Ich bin noch gar nicht bei der Stadt. Ich bin noch ziemlich abseits. Shit! Wir müssen noch weiter. Oh, komm schon! Bleib mir nicht im Stich. Drück mal Tab. Hier. Siehst du meinen sicken Charakter? Dreh dich. Alter, schicke Hose. Mir gefällt sich, dass er eine Mütze aufhat. Oh. Wisst ihr, was die gute Idee ist? Das Gebiet hier einfach über das Feld hier zuzugehen. Okay, folgender Plan. Oh nein. Oh. Mütze, benutzt den Helm bitte. Okay, okay. Habe ich den Helm? Habe ich den Helm? Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr da. Ich glaube, ich habe den Helm wieder weggetauscht. Folgende Sache. Ich weiß, das Kriechen. Es sieht in First Person nicht optimal aus. Es sieht absolut nicht optimal aus in First Person. Ich höre niemanden, okay. Es sieht absolut nicht optimal aus in First Person, aber... was soll ich machen? Läufst die ganze Zeit gebückt oder sind Spieler ein Zwerg? Ich weiß selber nicht. Die Sache ist, aber ich will auf die Stadt nicht einfach direkt drauf losrennen. Ich bin mir sicher, dass hier viele Spieler sind. Ist das eine Twitch-Jacke? Glaub nicht. Oh Gott, die Loot-Zeuge sind da. Wir kriechen weiter. Lass uns nicht aus der Ruhe bringen. Und dann werden wir uns in irgendeinem Haus... Oh nein. Okay. Wir werden uns ein bisschen... Oh fuck. Dass der rote Kreis hier ist, bedeutet, dass doch mehr Spieler hier gerade rüberstürmen werden, wo ich gerade bin.
Seit wann liegen Baggy Pants einfach so rum? Ich war... Ach, shit, was auch immer. Steh auf. Ich war in dem Haus von dem Jungen, der wirklich gerne Hip-Hop hört. Und da waren sie einfach. Waren sie einfach. Okay. Es gibt eine Kanalisation. Ich bin hier absolut nicht so sicher, wie ich mir es wünschen würde. Das ist überhaupt keine gute... Ah, fuck, ich kann da nicht rüber. Da ist ein Bombenangriff. Der Bombenangriff geht los. Der Bombenangriff geht los. Fuck. Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt am besten? Folgendes. Wir rennen einfach rüber. Wir rennen einfach rüber. Wir rennen einfach rüber und sehen, was passiert. Lauf, 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 lauf. Oh, ich habe große Angst. Okay. Wir sind nur hier für mein Gewinner-Hühnchen-Dinner. Oh, fuck. Das ist wieder komplett offen hier. Wollt ihr mich verarschen? Warum ist das hier alles so offen? Liegen blockiert. Ey, ich blockiere dich gleich. Hier ist aber kein Spieler. Ich höre niemanden oder so. Ich höre niemanden, ich sehe niemanden. Oh, der eigentliche Mittelpunkt ist auch noch ein Stück weit entfernt. Wir sind noch gar nicht wirklich bei der Mitte hier. Und ich habe immer noch keine brauchbare Waffe. Ich habe immer noch keine gute Waffe. Ich bin immer noch mit der fucking Shotgun unterwegs. Können wir mal darüber reden? Was mache ich denn jetzt hier am besten? Wie soll ich mich denn fortbewegen hier jetzt aktuell? Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung, was mache ich hier? Was soll ich machen? Hier liegt auch keine Waffe irgendwo oder so. Hier ist nichts, außer eine Matratze. Ich meine, ich ziehe in die Matratze, aber Hilfe. Ist das ein Revolver? Das ist der Revolver. Ja. Ich glaube, er ist besser als nichts. Oh Gott, der ist fürchterlich. Er ist aber auch nur ein bisschen besser als nichts. Oh! Yes! Schon. Oh, yes! Okay, Gentlemen. Die Waffenprobleme haben sich soeben erledigt. Wir haben jetzt eine richtige Waffe. Wir können jetzt das Spiel spielen. So wie es Gott von uns wollte. Leider werde ich kein Revolverheld, wie es aussieht. Wir haben was anderes. Oh, fuck! Der Bereich! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich habe viel zu viel Zeit hier verbracht. Oh Gott, ich habe es vergessen. Ich habe zu viel Zeit verbracht. Drücke B, um deine Feuerart zu wechseln. Feuerstoß, Einzelschuss. Okay, Feuerstoß. Wir machen es Hardcore. Wir spielen Call of Duty Style. Mit der vollautomatischen MG aus der Hüfte. Oh, fuck. Oh, nein. Lass mich jetzt bitte nicht sterben, weil ich zu langsam war. Ist ja nicht mehr ein Auto irgendwo. Oh, nein. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist das ein Flammenwerfer? Ja. Wir sind auf der Suche nach einem Gewinner-Gewinner-Hühnchen-Dinner. Da nimmt man auch eher den Feuerstoß mit. Einzelmesser auf Entfernung. Das dachte ich mir schon fast. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich eher auf Entfernung kämpfen. Oh Gott. Oh nein. Das ist so ein weiter Weg. Lauf von der Zone weg. Ich lauf. Ey, jetzt war, glaube ich, ein Auto. Das ist zu spät. Wir haben noch Twitch-Delay. Wir müssen einfach laufen. Ich gehöre übrigens schon wieder zu den besten 26 Spielern aktuell. Aus irgendwelchen Gründen. Oh Gott, das ist so. Oh nein. Morgen stirbst dich, Insta. Du kriegst nur Damage. Das kann ich genauso wenig gebrauchen. Ja, wobei ich sterbe so oder so wahrscheinlich, Insta, wenn ich irgendeinen Gegner treffe. Oh Gott. Okay, der Bereich wird schrumpfen. Der Bereich wird schrumpfen. Just run, nicht umdrehen. Ich drehe mich nicht um.
Oh Gott. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mogi, Feuerstoß ist nicht vollautomatisch, sondern Dreiersalven. Oh, es ist so eine Waffe. Konnte ich nie leiden. Okay, versuchen einfach. Das ist gerade die aufregendste Runde meines Lebens. Wir haben nicht einen anderen Spieler gesehen. Und, ja, das war's eigentlich. Wir haben nicht einen anderen Spieler gesehen. Wenn man geduldig genug ist, kann man wirklich gut abschneiden in dem Spiel. Ich sollte mich beim nächsten Mal dann wirklich in der Stadt oder so abwerfen lassen. Mit X kannst du eine Waffe wegstecken, dann rennst du schneller. Rennt man dann wirklich schneller? Ich höre einen Motor. Ich glaube, ich habe ein Auto gehört. Oh, wir schaffen es. Oh, wir schaffen es. Oh nein! Nein, der Bereich kommt näher! Oh Gott, lauf! Lauf! Da vorne ist er. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so fucking knapp. Oh nein! Nein! Nein, der blaue Bereich! Nein! Nein, blauer Bereich! Fass mich da bitte nicht an! Blauer Bereich, lass mich in Ruhe! Nein! 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 Nein, wir haben es doch gleich! Nein, blauer Bereich! Ich möchte das nicht! Nein! Lauf! Au! Ah! Oh Gott! Au! Hilfe! Es tut weh! Es brennt auf meiner Netzhaut! Ich sehe nicht andere Spieler da drüben! Fuck! Wenn er nicht der blaue Bereich wäre, hätte ich dich sowas von umgebracht, verdammte Scheiße. Ist mir egal, den einen habe ich noch mitgenommen. Oh. Ich bin einer der besten 20 Spieler, okay. Vergesst das bitte nicht. Und ich habe ihn noch mitgenommen. Sicker Kopfschuss, dankeschön. Oh, fucking Nightbot. Okay, zurück zur Lobby, ja. Wir können uns noch eine Lootbox holen. Wir können uns noch eine geile Lootbox holen. Und danach würde ich sagen, versuchen wir noch eine Runde, dann versuche ich mich in irgendeiner größeren Stadt oder so abwerfen zu lassen, damit wir dann vielleicht ein bisschen Action haben. Dann haben wir, glaube ich, erstmal genug für heute gemacht. Get Crate. Biker Crate. Confirm. Meine Crates. Neu. Open. Der Hype ist ziemlich real, würde ich sagen. Wir haben ein Shirt bekommen. Ist mir so egal. Ist mir auch jetzt egal. Oh shit, und ich habe in der Zwischenzeit noch. Wir hatten. Oh Gott, das habe ich vollkommen übersehen. Eine geile Subscription von Smooth 1995. Habe ich das echt übersehen? Vielen Dank dafür. Von Fugi gesprochen, ein geiler Fünfer. Hey Mogi, Silvester, habe ich recht? Wenn nicht, fick dich. Hey. Aber vielen Dank. Und von Rufus TV, geile 1 Euro. Nur ich mit dem Glanzstreifen. Das ist ein alter Joke. Und vielen Dank. Okay. Versuchen wir jetzt noch einmal, es ein bisschen offensiver zu machen. Wow. Das ist ein ziemlich krasser Loot. Diese Lootbox war einfach nur traurig. Ja, ich meine, ich bin Enttäuschungen gewohnt von den, oh, da kann ich hochklettern. Von den Lootboxen aus Overwatch zum Beispiel. Weil die 90%, beziehungsweise 95% der Dinge, die man da drin bekommt, man nie verwenden würde. Aber das gerade eben, das war, oh mein Gott, ich bin der König der Welt. Das war nur noch lame. Ich habe morgen zitiert und wurde gebannt. Das passiert manchmal. Außer glaube ich nicht, dass du gebannt wurdest, weil du noch schreiben kannst. So, wo wollen wir uns am besten runterfallen lassen? Wo kommt das Flugzeug erstmal? Flugzeug. Von da kommt es, okay. Das heißt, wir wollen ungefähr uns hier im Idealfall runterfallen lassen. Ihr seht die Maus, ja. Hier wollen wir im Idealfall runterfallen und da sollte eine Menge Action auf uns warten. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen Action. Okay. Wir sind da. Sind wir da? Ja, shit, wir sind nicht wirklich da. Okay. Hier sollten sich doch dann mal ein paar Spieler herumtreiben. War morgen schon auf der neuen Map. Ich wollte ja sagen, ich weiß nicht, was die neue Map ist. Dann ist mir aufgefallen, die Frage hat sich ganz offensichtlich nicht an mich gerichtet. Ah, okay.
Moin, ich bin ja richtig professionell in dem Spiel. Ich bin Pro. Hast du gesehen, wie ich den einen Typen Headshot gegeben habe? Und hast du davor gesehen, wie ich den einen Typen überfahren habe? Sind die Skills. Und bitte den Heuhaufen. Kein Heuhaufen für mich. Oh shit, da sind direkt zwei andere Spieler. Okay, wir beeilen uns besser. Wir gehen hier rein. Hier ist niemand. Das ist meine Hütte. Ich wohne jetzt hier. Schließ die Tür. Oh mein Gott! Jackpot! Ah, shit, ich bin wieder in Third Person unterwegs. Jackpot! Welchen Feuermodus haben wir? Feuerstoß? Einzelschuss, okay. Okay, versuchen wir es. Und wir haben eine geile Subscription von Blue Tom. Vielen lieben Dank. Okay. Ich darf jetzt nur keine dumme Scheiße machen. Dann sollten wir ziemlich gut dastehen. Keine dumme Scheiße machen. Und alles wird gut. B. Feuerstoß, okay. Ich meine, wir haben eine 1A-Waffe für den Start gefunden. Eine wirklich gute Waffe. Das darf ich nur nicht verkacken. Wo sind die anderen beiden Spieler hin? Treiben sich doch irgendwo... Warum lasse ich die Türen hinter mir schon wieder offen? Das ist keine gute Idee. Wo wird sich der Spielbereich... Oh nein. Ich glaube, ich weiß, warum ich keine anderen Spieler mehr sehe. Ich glaube, ich weiß, warum. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Wir laufen über die halbe Welt. Und das ist ziemlich aufregend. Oh Mann. Was für ein Glück habe ich mich für da oben, für die Stadt entschieden. Besser hättest du es nicht haben können. Naja, Wahnsinn. Ich sehe keinen anderen Spieler. Das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Ist doch so lame. Ist doch so lame. Warum muss ich die ganze Zeit nur der Zone nachrennen? Das ist ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Da fehlt dir definitiv Running in the 90s im Hintergrund. Das stimmt. Ich hasse Running in the 90s. Moment, lass mich mal eben. Das Spiel hat doch nichts dagegen, oder? Das darf ich doch wohl machen. Das darf ich wohl noch machen. Wir machen... Oh, ich weiß es. Ich weiß was. Okay. Yeah! Nein, dafür bräuchte ich ein Auto. Oh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, außerdem ist es viel zu laut. Die Schnauze! So ist der sicken Playlist. Okay. Wir riden on the storm jetzt los, okay? Yeah! Super Sonic Racing, nicht ganz. The Storm. Es wäre besser, wenn ich ein Auto finden würde. Dann würde das wirklich gut kommen gerade. Aber ich glaube, ich finde keins. Porsche to the limit? Leider nicht. Außerdem, Gary Subscription von Yannak. Ey, vielen Dank. Okay. Aber mir fällt gerade auf, dass es eine fürchterliche Idee ist, Musik im Hintergrund anzuhaben. Ich höre damit die Schüsse gar nicht. Das ist wahrscheinlich nicht die cleverste Sache, die ich machen kann. Außerdem, es sind noch 69 Spiele am Leben. Ihr wisst, was das bedeutet. Ab jetzt wird es ziemlich humorvoll. Ist da vorne ein Spieler? Nee, ist nur... Das ist das Problem, ich sehe immer irgendwelche Büsche in der Gegend und ich denke mir immer, dass es ein Spieler ist. Ist das... Warum ist da ein bärtiger Typ? An die Wand gemalt. Ich hätte Hellraiser von Ozzy Osbourne gewählt. Ich habe einfach nur das nächste Beste, was ich gerade gefunden habe, gewählt. Ich bin hier immer noch in einer Runde, die ich nicht einfach so abbrechen kann. Ugh. Da hinten ist einer. Oh mein Gott, okay, wir haben ein Ziel. Seht ihr den da hinten? Ich werde mich an seinen Arsch heften. Und dann werde ich mit meiner ganzen Handfläche seine Backen umfassen. Ich sehe dich da vorn. Ey, ich versuche nur nicht von hier aus ihn zu erwischen.
Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht hinhauen würde. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, lassen wir das. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Er war ein bisschen sehr viel zu weit weg. Das haut nicht hin. Mori, so sehr musst du dich doch nicht quälen. Ich versuch's. Mori, nicht seine Backen. Er ist mir leider entkommen. Ich kann leider seine Backen nicht mit der vollen Handfläche umfassen. Das ist das Problem. Mit Überstunden? Nein, das ist die letzte Runde für heute, die wir machen. Hauptsächlich, weil ich wirklich keine Lust mehr habe, die ganze Zeit der Base hinterher zu rennen. Beziehungsweise dem Kreis. Das ist nämlich... Es wurde jetzt in den letzten paar Runden wurde das wirklich nervig. Bin ich begeistert. So, warte mal. Und jetzt muss ich mal eben... Ich muss das Licht wieder ausmachen. Ich muss was hören in dem Spiel. Das wäre mir relativ wichtig. Und wir nähern uns langsam wieder... der Gegend. Lauf schnell zum Hühnchendinner von Mutter. Das ist der Plan. Ich möchte ein Gewinner-Gewinner-Hühnchendinner. Ah, ich glaube, ich bekomme keins. Hier ist auch kein anderer Spieler. Nein? Okay. Denn das ist ein anderer... Da ist ein anderer Spieler. Yes! Action! Bleib stehen! Ich war es nicht. Wirklich, ich war es nicht. Du weißt, dass ich es war. Du weißt es doch ganz genau. Du weißt ganz genau, dass ich es war. Und du weißt, dass ich es wieder tun werde, sobald du mir den Rücken zukehrst. Du weißt es. Bleib stehen. Ich rieche deine Angst. Ich rieche sie. Ich ernähre mich von deiner Angst. Wo bist du? Ich höre doch, wie dein Angstschweiß auf den Boden tropft. Tropf, 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 tropf. Ich spüre es, ich höre es. Du kannst nicht ewig vor mir weglaufen. Vor allem nicht dann, wenn ich auf super Übergeschallgeschwindigkeit umschalte. Oh, er hat doch die Waffe in der Hand. Dieser Amateur. Oh, du willst den roten Bereich. Du willst dieses Spiel spielen? Okay, dieses Spiel können wir spielen. Wo ist er hin? Ist da rein, oder? Sehr berechenbar. Eine Pickaxe und die hast du liegen lassen? Keine Ahnung, was das alles für eine Scheiße ist. Wir nehmen. Der hatte ziemlich coole Waffen. Und einen Mantel! Sogar Schuhe! Schalldämpfer, vertikaler Handgriff, erweitertes Magazin, holographisches Visier, Sichel. Er hatte einfach alles. Er hatte einfach alles. Leg den Verband an. So, komm schon. Okay, mehr Leben kann ich mir jetzt nicht mehr holen, oder? Ja, mehr Leben sind nicht mehr drin für mich, okay. So. Ich würde sagen... Wie kann ich eigentlich meine Visiere und sowas verwenden? Holographisches Visier. Habe ich das jetzt? Das ist ziemlich cool. Ey, gute Neuigkeit, Leute. Ich habe ein Visier. Außerdem, ich sollte besser bewegen. Oh, der blaue Bereich kommt. Nicht die blaue Bedrohung. Mach das Visier. Ich bin dabei. Ein Schalldämpfer. Kann ich den Schalldämpfer auch verwenden? Oh, schau ich meine Waffe. Ein Quad! Das ist kein Quad, das ist, ich habe keine Ahnung. Egal, wir nehmen das mit. Was dachte sich eigentlich der eine Typ da? Why hat der zur Tür rüber geschaut? Der eine, den ich vorhin gekillt habe, ich bin mir unsicher. Ne, wie auch immer. Ich habe nicht gerade überlegt, warum hat er nicht zur Tür rüber geschaut? Da ist mir aufgefallen, ich glaube, er hat zur Tür rüber geschaut. Es ging alles so schnell. Das ist ein Buggy. Das soll ein Buggy sein. Ist doch irgend so ein Special-Gefährt, oder nicht? Ja, Moment, ich will den Mantel eigentlich behalten. Ach, was auch immer. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weiter und verlieren nicht. Wahrscheinlich hätte ich das Teil mitnehmen sollen. Das ist kein Quad, das ist ein Spaßmobil. Oh!
Da vorne ist das Spaßmobil! Ist mir egal. Da könnte eventuell ein neues T-Shirt drin sein oder ein paar Socken. Es ist gewillt! Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Nein, ich will meine Waffe wieder. Ich will die Stadt der da haben. Da. Wahrscheinlich sollte ich hier weggehen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt war, aber... Was ist denn das? Ist die auch? Dauerfeuer, Einzelschuss. Dauerfeuer natürlich. Okay. Weiß nicht ganz, was mir das gebracht hat. Alter, die was? Die Waffe, die ist ziemlich cool, oder? Chipmunky ist gerade ertrunken. Man kann also nicht schwimmen in dem Spiel. Wie ich gerade sehe. Oh, schau ich meine Waffe an, wie cool die ist. Wenn ich damit niemanden töte, dann, warum kann ich nicht mehr durch mein Visier schauen? Doch jetzt. Okay. Wenn ich damit niemanden töte, dann, weiß ich auch nicht mehr weiter. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einfach nur über irgendwelche Wiesen laufe. Ich benutze 762er Munition, aber die ist nicht ganz so geil. Ey, ich habe absolut keine Ahnung. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie ich sowas überhaupt einstellen kann oder dergleichen. Ey, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will hier gar nicht rein. Ich bin nicht so gut ausgerüstet in den Random-Häusern. Sollte es eigentlich nicht wirklich was geben, das mich sonderlich weiterbringt. Ja, shit, der nächste Bereich ist auch schon da. Okay, kann ich mit dem fahren? Lass mich fahren, lass mich fahren. Oh, ich wollte aber so sehr. Einen hast du schon damit gekillt. Ja, einen. Einen einzigen. Aber der war auch nicht die größte Herausforderung. Ich meine, ich glaube, er hatte große Angst, als ich reingekommen bin und auf ihn geschossen habe. Warum hast du den Buggy nicht mitgenommen? Ich weiß es auch nicht. Hätte ich machen sollen. Oh. Kann ich den jetzt bitte töten? Hm. Fahr nur weiter! Ich glaube, der kommt wieder. Der kommt wieder. Natürlich kommt der wieder. Naja, was ist dein Plan? Das gehört jetzt mir. Dein Auto gehört jetzt mir, Alter. ein holographisches Visier. Magazine. Gib mir alles. Gib mir alles, was du hast. Gib mir alles. Helmstufe 3. Ja. Ärmelloser Pulli. Gib mir einfach alles. Wir haben keine Zeit. Wir fahren weiter. Das ist der falsche Sitz. Fuck! Wir werden beschossen! Fahr los. Also den Aim hat Mocky. Ich weiß nicht. Okay, wir fahren. Fahr mit Verkehrsregeln. Ich fahre aber nicht auf der... Fuck! Da vorne ist Wasser. Oh nein. Oh, ich muss da vorne rüber. Shit. Egal, wir fahren runter mit dem Spaßmobil. Das sollte auf jeden Fall soweit schon mal relativ hilfreich sein. Man kann schwimmen. Ich will es trotzdem bevorzugen, es nicht zu tun. Oh Gott. Fuck. Spielbereich verkleinert sich in 30 Sekunden. Okay. Ich würde gerne nochmal einen Spieler überfahren, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist der Spielbereich? Oh, ich bin im Bereich. Oh, wir sind in der Zone. Sehr schön. Das heißt, wir werden uns einfach mal da vorne hier mal eben niederlassen. Schauen, ob sich hier irgendjemand herumtreibt, der gerne auch mal eine Runde mit dem Spaßmobil drehen würde. Das Spaßmobil ist in dem Fall meine Waffe. Und die Runde drehen ist in dem Fall sterben. Warum habe ich hier überhaupt angehalten? Hallo? Nein? Ich wusste, dass er nicht widerstehen kann. Oh nein, ich bin ein...
Shit. Oh, das fährt nicht mehr. Oh, der da vorne ist ausgestiegen. Wo ist er hin? Hallo. Ich weiß doch, dass du da bist. Hallo. Wo willst du hin, mein Freund? Wo wollte er denn hin? Wo wollte er denn so einfach, so einsam hin? Mein Aim war nicht gut. Ich hätte stehen bleiben sollen zum Schießen, glaube ich. Ich glaube, das ist, wie man das Spiel spielt. Okay, wir legen uns noch ein bisschen Verband an. Warum zum Fick mache ich die Tür nicht zu? Warum habe ich die Tür nicht zugemacht? Was denke ich mir dabei? So viel Lack kann ein Moggy haben. Hey, 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 hey. Das war kein Lack, das waren die Skills, okay? Ja, shit, da vorne ist wieder einer. Entschuldige, mein Freund. Ich weiß, dass du da hinten bist. Ich weiß es. Wo willst du hin? Hä? Was ist der Plan? Hä? Yes! Oh, hallo, hier bin ich. Fuck, ich glaube, ich habe keine Zeit für die Scheiße. Wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach. Das ist der falsche Sitz. Oh, ich hab die Beine erwischt. Sehr schön. So. Ah, der Boogie. Der Boogie. Okay, jetzt sollten wir uns beeilen. Der Bereich wird zunehmend immer kleiner. Ich habe die geilen 5 Kills inzwischen schon. So. Wo wollen wir denn als nächstes am besten hinfahren? Oh, über die Brücke, wirklich? Okay, fuck, was auch immer. Wir fahren einfach, wir blicken nicht zurück und wir gehen nicht vom Gas runter. Einfach immer fahren. Ich weiß nicht ganz, wo mich das jetzt hinführen wird. Außerdem, ich will lieber so fahren. Nein, leck mich! Fuck, 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 fuck! Ach Gott! Naja, was habe ich erwartet, außer dass das passiert? Was habe ich erwartet? Es tut mir leid, ich war, ich wusste nicht, was ich mit der Brücke machen soll. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und genau in dem Moment, 100 geile Witz, Platz 1 ohne Loot und ohne Hose. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Es ist zu meiner Verteidigung, ich wusste wirklich nicht, was ich jetzt machen soll mit der Brücke. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Immer 21. Ich denke, das war eine absolut solide Runde soweit. Ich bin halbwegs stolz auf mich. Brücke ist immer blöd. Ne, ich sehe schon, ich sehe schon. Ah, mir war auch nicht bewusst, dass da einer ein Beifahrer sein kann, der beziehungsweise beim Auto auf dem Beifahrersitz sein kann und dann schießen. War mir alles soweit nicht bewusst. Aber gut. Liebe Leute, er schafft's einfach nicht Top 20. Ja, es ist einfach nicht möglich für mich. Ugh. Fuck. 5 Kills am ersten Tag. Ist das... Ne, in dem Fall war es aber mehr Glück. In dem Fall waren die 5 Kills auf jeden Fall ziemlich viel Glück, weil bei den 2 Kills, die Typen waren nicht wirklich auf mich vorbereitet. Johnny streamt ein bisschen Smash, habe ich mal sagen lassen. Soll ich dich hosten, Juni Boy? Kann ich nicht einfach... so, ich glaube, ich kann den... Ich werde Smash übrigens nicht spielen, weil ich meine Video gar nicht angeschlossen habe und derartige Dinge. Ja, ja, Johnny, willst du einen geilen Host haben oder so? Oder was ist der Plan? Er hat Spaß gemacht. Es war soweit relativ unterhaltsam. Bis auf die Tatsache, dass man die ganze Zeit über der Zone hinterher muss. Das hat mich nur bedingt begeistert. Das hat mich nur bedingt begeistert. So, also gut. Gönn's dem Johnny. Ja. Wenn er noch was sagt dazu. Johnny, wir warten. Johnny ist besser als du, Moggy. Denk dran. Mm-mm. Johnny hätte keine 5 Kills gemacht. Erzähl mir nichts. Auch der Kill auf dem Auto. Das hätte er nicht hinbekommen. Also viel Selbsthass war da aber trotzdem nicht drin. Nee. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich wusste es nicht. Muss nichts tun, was du nicht willst. Ist mir doch egal, Johnny. Mir doch egal.
die Sache wäre nur, du solltest dann jetzt anfangen zu streamen. Ich denke, wir können dann auch noch auf dem Discord uns treffen, so eine Scheiße, Johnny, wenn du willst. Noch für ein bisschen. Und wir haben eine Gallery-Subscription von Striker737. Vielen, vielen Dank dafür. Mal eine Runde mit Johnny, bitte. Johnny hat das Spiel nicht und es läuft auf seinem PC wahrscheinlich auch nicht. Kann ich hier nicht einfach mal eben... Ich versuche hier gerade auf Discord mal anzucallen. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich glaube, er geht nicht ran. Ja. Ja, Johnny, was ist der Plan? Ja. Entschuldigen Sie mal, ich bin gerade live. Oh, okay. Also kann ich, Oh Gott, ich sehe, der Stream startet gerade. Okay, gut. Liebe Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Das war der aufregende Selbsthasssonntag. Johnny, ihr hört es selber, Leute. Ja. Es ist, tut mir leid. ja, ich werde da wohl noch ein bisschen, keine Ahnung, im Discord herumhängen. Aber gut, vielen Dank fürs dabei sein und wie beendet man so einen Stream, Johnny? Alter, ja. So. Ja, so halt. Okay. Einfach gut. Weg. Okay, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Stell mir doch solche Fragen nicht. Ich bin gerade voll überfordert mit meinem eigenen Stream. Ich weiß nicht mal, ob man mich sieht. Das ist okay, man sieht dich. Warum komme ich nicht ins Nintendo Network? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nicht mal online spielen.